Schönen guten Morgen erstmal. Herzlich willkommen hier zu unserer Podiumsdiskussion im Hörsaal K001. Ich habe es gestern Abend schon angedeutet. Wir haben jetzt drei parallel laufende Veranstaltungen heute Morgen. Das wird dann auch heute den ganzen Tag über so weitergehen. Wir haben in dem Raum 016 eine Session zum Thema Akzeptanz und Nutzung von sozioassistiven Technologien in der Pflege und in K017 eine Session zum Thema Robotik als Unterstützungsangebot für Pflege und Gesundheit. Hier wollen wir eine Podiumsdiskussion machen. Also wir werden jetzt heute keine langen Vorträge hören, sondern wir wollen wirklich miteinander sprechen. Ich darf Sie auch herzlich einladen, daran teilzunehmen. Wer gestern schon da war, wir haben es dann immer so gemacht, ich bin dann, wenn jemand eine Frage hat oder auch einen Beitrag, Sie müssen keine Frage stellen, Sie können auch einfach einen Beitrag leisten, dann komme ich mit dem Mikrofon zu Ihnen hoch und das hat nicht den Hintergrund, dass wir Sie vielleicht nicht verstehen, weil Ihre Stimme zu leise ist, sondern Sie sind dort oben zwei Kameras. Das heißt, wir dokumentieren die ganze Veranstaltung und dazu brauchen wir die Mikrofone, dass der Ton dann eben auch da ist und eben nicht nur das Bild. Sie sehen hier vorne schon die Teilnehmer unserer Podiumsdiskussion. Wir haben Zeit so bis etwa 10.30 Uhr. Da müssen wir uns auch relativ dran halten, weil um 10.45 Uhr dann die nächsten Veranstaltungen weitergehen. Die Diskutanten hier vorne wird Ihnen jetzt gleich Professor Raptis vorstellen, der auch schon in den Startlöchern steht. Der wird die Einführung jetzt geben. Professor Raptis ist Professor für Informatik und E-Health hier an der OTH in Regensburg, Leiter des E-Health-Labors und Mitglied und stellvertretender Direktor des Regensburg Center of Biomedical Engineering. Professor Raptis, herzlich willkommen und ich bin gespannt auf Ihre Einführung. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Wald. Ja, ich heiße Sie herzlich willkommen, auch im Namen der OTH und im Namen unseres Projektes hier. Und ich freue mich sehr, auf diese Podiumsdiskussion zum Thema digitale Technik für Pflege und Gesundheit. Das heißt, wir werden gleich etwas über Chancen und Herausforderungen der Nutzung von digitaler Technik in der ambulanten und stationären Pflege hören. Und dies sowohl aus der wissenschaftlichen als auch aus einer sehr praktischen Perspektive. Aus diesem Grund haben wir auch vier ausgewiesene Expertinnen und Experten, eben aus dem Bereich der Wissenschaft und der Bereich der Praxis. Und ich darf Ihnen herzlich willkommen heißen, Herrn Professor Jürgen Zert. Er ist seit Oktober 2012 Professor für Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Gesundheitsökonomie an der SRH Wilhelm Löhr Hochschule in Fürth und leitet dort das Forschungsinstitut IDC. Seit 2015 ist Herr Zert Vizepräsident für Forschung der Hochschule. Von 2010 bis 2012 war er Leiter des Forschungsinstituts der Diakonie Neuendettelsau. Nach Studium der Volkswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Gesundheitsökonomie und Sozialpolitik hat er zwischen 2000 und 2010 die Forschungsstelle für Sozialrecht und Gesundheitsökonomie an der Universität Bayreuth geleitet. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Gesundheitsökonomik und Ökonomie der Langzeitpflege, Innovationsforschung und ökonomische Bewertung von Assistenzsystemen. Dann möchte ich gerne herzlich willkommen heißen Herrn Anton Zahneisen. Er ist Diplomsoziologe. Bis 2001 war er Leiter einer Nürnberger Bildungseinrichtung, von 2002 bis 2004 freiberuflich als Berater in der Sozialwirtschaft und dann ab 2005 Geschäftsführer verschiedener Tochterunternehmen der Josef-Stiftung Bamberg. Seit 2017 ist er Projektleiter bei 9x Selbstbestimmt Wohnen in Oberfranken. Das ist ein Projekt, welches vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege gefördert wird. Er ist außerdem Mitglied des Bamberger Seniorenbeirats und bewohnt seit 2013 das Smart House Sophia. Das ist ein Wohnlabor der Josef-Stiftung zur Erprobung technischer Assistenzsysteme. Dann möchte ich gerne sehr herzlich willkommen heißen Frau Professorin Petra Friedrich. Sie ist Professorin an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Kempten, lehrt und forscht dort in dem Bereich der Elektrotechnik mit dem Schwerpunkt Ambient Assisted Living. Ihr wissenschaftlicher Fokus umfasst die Bereiche Healthcare, Ambient Medicine, assistive Systeme sowie die Digitalisierung und Technik in der Pflege. Sie leitet den Care Technology Hub und das AL Living Lab an der Hochschule Kempten und ist außerdem auch Sprecherin des Forschungsschwerpunkts Soziale Innovation und wissenschaftliche Leiterin von AgeTech, dem Age Technology Center Kempten.
Außerdem leitet sie das Verbundprojekt Care Regio, Regio, so richtig ausgesprochen. Und zu gutem Letzt möchte ich Sie herzlich willkommen heißen, Frau Sacklin-Würdig. Frau Würdig hat an der Hochschule Coburg Sozialpädagogik studiert, war dann im Klinikum Coburg tätig bis 2014 mit den Schwerpunkten geriatrische Rehabilitation und Palliativmedizin, Palliativstation, hatte auch zu diesem Thema Lehraufträge an der Hochschule Coburg. Ab 2014 hat sie die Leitung der Tagesstruktur für Menschen mit Behinderung bei der Lebenshilfe Lauf übernommen und war anschließend als Sozialpädagogin beim Nürnberg-Stift in den Bereichen geriatrische Rehabilitation und als Leitung für die soziale Betreuung tätig. Ne? Dann seit 2018 ist sie Projektmanagerin beim Konsortialführer Nürnberg-Stift im Pflegepraxiszentrum Nürnberg. Und ihre Schwerpunkte umfassen die Planung, Koordination und Begleitung von Mensch-Technik-Interaktionen, Technologien und die Erprobungen und Evaluation dieser Technologien im Realbetrieb des Nürnberg-Stift. Allesamt herzlich willkommen und wir freuen uns sehr auf die Diskussion. Herr Walk, Sie haben das Wort. Danke, Herr Raptes. Das Mikrofon brauchen wir dann eben für die Fragen, die von Ihnen kommen. Jetzt haben wir alle schon mal vorgestellt und wissen so ganz grob, mit was sie sich tun. Wir haben das Thema dieser Podiumsdiskussion bewusst sehr breit gefächert oder sehr breit gefasst, nämlich digitale Technik für Pflege und Gesundheit. Also viel breiter geht es eigentlich nicht, ne, an diesem Tag und bei dieser Tagung. Von dem her würde ich jetzt vielleicht tatsächlich als Einstieg, als erste Frage sozusagen, ich keinen Kurzvortrag, aber zumindest, dass Sie mal ein bisschen schildern, je nachdem, woher Sie kommen, was Ihre Schwerpunkte sind, wo stehen Sie momentan? Fangen wir vielleicht an, andersrum, wie Sie gerade vorgestellt wurden, Frau Würdig, fangen wir mit Ihnen gleich mal an. Welche Rolle spielt denn digitale Technik bei Ihnen? Sie sind ja sehr stark in der Praxis auch verhaftet. Welche Rolle spielt das heute in Ihrem täglichen Umfeld und mit was beschäftigen Sie sich? Wo soll sich das hin entwickeln auf Ihrem Feld? Ich weiß, das ist auch sehr allgemein gefragt, aber dass wir es ein bisschen einschätzen können, mit was Sie täglich zu tun haben. Also grundsätzlich, was den Einsatz von neuen Technologien anbelangt, sind wir erst am Anfang. Mhm. Wir im PPZ erproben ja erstmal die Technologien, also auf ihre Praxistauglichkeit. Wir hinterfragen sie nach ethischen Kriterien, ökonomische Aspekte, aber ganz wichtig, wie pflegepraktisch sie sind. Und wir haben ganz engen Kontakt zu den Herstellern und vieles klingt erstmal toll und spannend und wirklich praxistauglich. Aber im Einsatz letztendlich zeigen sich dann die Feinheiten, die Probleme, die vielleicht bei der Entwicklung nicht berücksichtigt wurden. Und gestern wurde schon genannt, dass Pflege sehr komplex ist und die Prozesse nicht individuell oder nicht über eine Software unbedingt abgebildet werden können, weil sie zu vielfältig und zu individuell sind letztendlich, auch von Einrichtung zu Einrichtung. Also auch Produkte, die sagen, wir haben unser Produkt mit Praktikern entwickelt, heißt das noch lange nicht, dass das für alle Einrichtungen tauglich ist, weil auch da wieder die Vorgänge, die Prozesse zu unterschiedlich sind. Und ich sehe es momentan wirklich auch erstmal so die Einführung der Digitalisierung in die Pflege als durchaus als Mehraufwand für die Kollegen. Also dadurch, dass wir die Produkte im Echtbetrieb wirklich einsetzen, da hängt ja ganz viel dran, wirklich umlernen, erstmal auch breit sein dafür, sich damit auseinanderzusetzen und neue Vorgänge in das bisherige Tun einzubinden. Und gestern wurde auch schon genannt in dem letzten Vortrag, dass manche Pflegefachkräfte nach wie vor die Pflegedokumentation am Ende ihres Dienstes durchführen. Und dann ist ja auch für uns die Frage, genau sowas haben wir auch. Wie nehmen wir die Mitarbeitenden oder wie können wir sie so weit befähigen, dass es zu einer relativ gleichmäßigen Anwendung des Produktes kommen. Also wir hatten auch ein Produkt, das war relativ einfach zu bedienen, von der Usability gut auch verständlich und einsetzbar. Und trotzdem wurde es von den verschiedenen Teams, die wiederum sehr ähnlich waren von der Ausbildung und von der Tätigkeit, absolut unterschiedlich bewertet. Und das ist ja auch, wie kommt es dazu? Wie kann das sein? Also ganz klar, es ist nicht nur das Produkt, aber es ist eben auch nicht nur der Mitarbeitende, sondern da hängen unglaublich viele Faktoren dran. Und die erstmal zu analysieren, ich glaube, da haben viele von uns auch die letzten Jahre, Monate damit verbracht und
uns stellt immer mehr die Frage, wie können wir natürlich dann auf diese Faktoren, die wir jetzt identifiziert haben, auch so eingehen, dass wir vorwärts kommen, weil wir wirklich noch mit ganz vielen Hemmnissen beschäftigt sind. Sie sprechen da so ein Thema an, da hat man gestern auch länger drüber gesprochen, diese Technikakzeptanz. Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn Sie in solchen Einrichtungen oder solche was testen, glaube ich, ist die Akzeptanz erstmal grundsätzlich gegeben bei den Mitarbeitern oder was haben Sie denn da so Ihre Erfahrungen? Es ist unterschiedlich. Also wir im Nürnberg-Stift sind bisher nach dem Prinzip vorgegangen, dass wir die Bereiche, die Mitarbeitenden haben sich auf die Produkterprobung bewerben lassen. Also es war freiwilliger Zugang, aber nichtsdestotrotz sind das vielleicht dann auch Entscheidungen, die jetzt in dem jeweiligen Team getroffen wurden, wo nicht jeder einzelne Mitarbeitende eingebunden wurde, sondern vielleicht auch dann einfach von der Stationsleitung oder von der Einrichtungsleitung. Und da muss man schon wirklich auch nochmal ganz individuell im Team dann unterstützen und auch motivieren. Und das ist auch ein ganz wesentlicher Faktor, die Akzeptanz, wenn wir vom PPZ, wir begleiten dann auch die Erprobungen. Auch wir haben gelernt, so wie wir bisher begleitet haben, wo wir schon dachten, das ist viel im Vergleich, wie es sonst in der Praxis gängig ist. Das reicht immer noch nicht. Also auch wir überlegen jetzt, wie wir unsere eigenen Strukturen und Vorgehensweisen umstellen können, um wirklich noch präsenter vor Ort zu sein und auch nicht nur die kurzfristige Implementierung zu begleiten, sondern auch zu schauen, wir haben ja auch Produkte, die schaffen es, über die Testphase hinaus in den Dauereinsatz zu kommen. Aber auch da merken wir, wenn dann keiner da ist, der das noch begleitet, immer wieder anstößt und auch wieder die Kunden neu akquiriert, dann kann auch das ein Produkt, was eigentlich erfolgreich war, auch wieder einschlafen. Mhm. Und hier merkt man einfach, dass neben der Akzeptanz oder für die Akzeptanz ganz viel Unterstützung. Es ist nicht nur das Produkt, was ich akzeptieren muss, sondern auch wie werde ich unterstützt, dieses Produkt nutzen zu können oder zu müssen. Ja, und dann, was Sie gerade im Eingangsstatement gesagt haben, funktioniert das in dem einen Team manchmal ganz anders als in dem anderen Team. Da kommt dann noch eine Gruppendynamik dazu, können wir gerne später noch vertiefen. Frau Professor Friedrich, jetzt gehen wir sozusagen ein bisschen an die andere Seite, also nicht an die Umsetzung, sondern an die Entwicklung. Können Sie uns ein bisschen was von Ihrer Arbeit erzählen? Wo stehen Sie gerade bei Ihren Projekten, wenn Sie uns da ein bisschen einen Einblick geben könnten? Ja, das mache ich doch gerne. Wobei ich mich fast, der Herr Würdig, Frau Würdig, näher fühle mit dem Praxiseinsatz als in der Entwicklung neuer Sensoren, Produkte, Systeme, weil eigentlich gibt es schon alles. Man muss es nur geschickt kombinieren und ich würde sagen, das Zauberwort heißt Systemintegration, also mit den Dingen, die man beschaffen kann, die es gibt, ein Gesamtsystem schaffen und ein komplettes System, was dann auch den wahren Nutzen für die, sage ich mal, Endkunden, also die primären und sekundären Anwender, also die Pflegefachkräfte, das medizinische Personal oder eben die pflegebedürftigen Patienten oder normalen Bürgerinnen und Bürger, die sich damit befassen wollen, denen das diesen Mehrwert zeigt. Aber ich fange mal vorne an. Ich beschäftige mich jetzt schon seit bald 20 Jahren mit der Kombination Kommunikationstechnik und medizinischer Anwendung. Nach meiner Industriezeit in der Kommunikationstechnik bin ich an die TU München und habe da in der Telemedizin begonnen und da haben wir ein erstes Telemedizinsystem aufgebaut. Da hat noch keiner davon gesprochen, da gab es auch noch keine Smartphones, sondern nur Nokia-Handys und Siemens-Handys. Die nie leer wurden. Und dann kamen die Blackberries und so weiter und so fort, also lang ist's her. Und 2011 bin ich ja dann an die Hochschule Kempten berufen worden, genau zu diesem Thema Ambient Assisted Living, mit dem ich mich auch von Beginn an beschäftigt habe. Und ich sage immer, das ist ein Thema und die ganze Technik begleitet einen rund um das Leben. Das ist also der große Block Gesundheit, Medizin, aber auch Prävention, Rehabilitation und auch natürlich die Pflege. Und da kann man ganz viel technisch unterstützen und auch telematisch betreuen. Und das ist das, was mir so ein bisschen am Herzen liegt, zu zeigen, dass es geht. Das zeigen wir im Labor, das zeigen wir in Kempten in unserem Living Lab, also Reallabor. Und das möchten wir jetzt in unserem aktuellen Projekt CareRegio zeigen, dass wir das auch in der Breite, in der Realität einsetzen können. Also ganz konkret in Häuslichkeiten in Schwaben, die wir noch finden müssen. Aber wollte ich gerade fragen, das ist jetzt sozusagen der nächste Step dann.
Das ist jetzt, okay. Da sind wir kurz davor. Genau, und da geht es eben auch ganz klar, es gibt Reha-Projekte, es gibt Pflegeprojekte, Telemedizin-Projekte, aber es gibt sehr, sehr viel. Und Herr Zahnheisen kann es wahrscheinlich nachher bestätigen. Eigentlich gibt es schon alles in Deutschland, auch in Europa. Mhm. Und alles, was man vielleicht als Idee hat, ist irgendwo schon in der Forschung gedacht worden und ausprobiert worden. Es gibt Demonstratoren. Aber es ist einfach nicht bekannt, immer noch nicht. Mhm. Bei vielen Fachleuten nicht und auch in der Bevölkerung nicht. Das verstehe ich, weil klar, es ist nicht beim Baumarkt im Regal zu bekommen. Aber deswegen müssen wir viel Information machen, viel den Bekanntheitsgrad steigern. Ganz wichtig ist das richtige Matching, die richtige Technik für den Menschen, sodass wir bedarfsbezogen ausstatten können und dann auch eine bedarfsbezogene individuelle Versorgung stattfinden kann. Also Sie sehen schon, ich komme zwar aus der Technik, aber es sind eher die weicheren Faktoren, die mich umtreiben und auch ganz genau, was muss man alles tun, damit der Transfer und der Einsatz in der Realität gelingt, damit man die Betroffenen oder die Nutzer, Nutzerinnen nicht alleine lässt. Da kommt das Zauberwort Service. Das ist das, was die großen Firmen alle nicht machen mögen, weil die großen Firmen oder auch vielleicht die mittelgroßen mögen sich nicht mehr mit so kleinen Endkunden, Einzelkunden beschäftigen. Aber ohne diese technische Betreuung wird es nicht funktionieren. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und lauter diese Dinge, die treiben mich gerade um, damit es wirklich mal ans Fliegen kommt. Und das machen wir eben zusammen gerade in Kempten mit den Kollegen aus dem Pflegezentrum, aus dem Sozialbereich und Technik. Und das ist auch der letzte Punkt. Die Kooperation aller Fachdisziplinen sind nötig, damit das Ganze zum Erfolg kommt. Das kommt mir jetzt auch ein bisschen bekannt vor von dem, was wir gestern schon gehört haben. Ne? Also diese Vernetzung untereinander ist ganz wichtig und dann die Implementation. Ich nehme einen dritten Punkt noch mit rein, wenn wir schon einen Gesundheitsökonomen bei uns auf dem Podium haben. Also ich nehme mit, Frau Friedrich, prinzipiell gibt es schon alles, aber die Leute wissen es noch nicht zum großen Teil. Es gibt noch Probleme in der Umsetzung. Wer soll das alles bezahlen, Herr Professor Zert? Etwas ketzerisch gefragt. Nehmen Sie gerade das Mikro, bitte. Schöne Frage, Herr Walk. Also ich mache es mal klassisch wie ein Politiker. Ich weiche mal aus. Okay. Bevor ich antworte, lassen Sie mich Folgendes sagen. Erstmal Folgendes, genau. Nein, wer soll das bezahlen? Ja, ganz am Ende geht es darum, dass wir überlegen, und da kommen wir an die Diskussionen, die wir bei den digitalen Pflegeanwendungen haben, bei den digitalen Gesundheitsanwendungen haben, danke. Da geht es um die Frage, wer hat den Nutzen? Ja? Ja. Ich mache Ihnen mal ein Beispiel. Wir haben eine 80-jährige Erna. Die 80-jährige Erna, die hat einen Oberschenkelhalsbruch, lebt bislang relativ gut mit ihrem Lebenspartner, mit dem Ehemann, um alle Diversitätsaspekte abzubilden, kann sich jeder so seine Geschichte selbst basteln, in einer Altbauwohnung, in einer mittelgroßen deutschen Stadt. Aber jetzt kommt der Oberschenkelhalsbruch, sie kommt ins Krankenhaus. Im Krankenhaus hat man jetzt den Push durch das Krankenhaus-Zukunftsgesetz zumindest mal stärker die schon vorhandene elektronische Dokumentation auszubauen. Man hat auch die Idee, wie man ans Entlassmanagement oder gar ans Übergangsmanagement, das gibt es ja jetzt seit neuesten, Informationen kombiniert, wie man vielleicht sogar den Medikationsplan, den die Erna hat, weil sie gleichzeitig nämlich auch Diabetikerin ist, gut einliest und in eine Strategie im Haus einbaut. Das ist schon schwierig genug im Krankenhaus zwischen den verschiedenen Kliniken. Da hätte man, falls Sie ökonomisch fragen, schon erste Effizienzpotenziale. Zeit. Ja, Nutzen, Nachfragezeit, Überdiagnostik und so weiter. Manchmal auch Unterdiagnostik. Das ist ja beides. Mhm. Aber jetzt geht's los. Die Erna, und das weiß ihr Lebenspartner, genau, die wird so nicht mehr ganz in die Altbauwohnung im Hochparterre zurückgehen können. Mhm. Jetzt kommt vielleicht Herr Zahneisen ins Spiel, vielleicht auch Frau Friedrich. Können wir einen klugen Umbau machen in dieser Wohnung? Und da wird schon schwierig. Mhm. Ja, wir brauchen Zeit. Wer bezahlt das? Gut, es gibt die Pflegeversicherung, die einen gewissen Zuschuss bezahlt, aber am Ende wird ein Teil bei der Familie landen. Mhm. Also haben wir hier eine Baustelle. Warum haben wir hier eine Baustelle? Weil wir bei vielen Dingen, und ich bin sehr froh, dass es das Krankenhaus-Zukunftsgesetz gibt und dass es einen Innovationspush gibt, da gibt es immer Mitmacheffekte, das ist mir schon klar, aber wir haben kein Pflegeinnovationsgesetz. Wir haben keinen Push in die Pflege zum Beispiel. Ja? Wir haben wieder nur im Krankenhaussektor ein Innovationsgesetz, aber nicht in der Pflege. Nur als Nebenbemerkung. Warum jetzt? Weil die Erna jetzt vor folgendem Problem steht. Anschluss Heilbehandlung. Und jetzt geht schon los.
Das Entlassmanagement könnte, wenn man klug ist, vielleicht über Plattformen, gibt es ja auch kommerzielle Plattformen, jetzt überlegen, ich will keine Namen nennen, wo gibt es ein gutes Match? Frau Friedrich hat es gesagt, das ist nämlich das, ein Beispiel für eine Systeminnovation, ein gutes Match, wo in einer guten Zeit, mit einer guten Qualität eine Anschlussheilbehandlung möglich ist. Das dauert aber eine Zeit und der Ehemann oder der Lebenspartner von Anna sagt, ich kann das aber nicht sicherstellen in der Zeit, ich brauche eine Kurzzeitpflege. So, warum erzähle ich das? Weil das die eigentlichen Probleme sind. Okay. Und Digitalisierung ist so lange nicht gelöst, solange wir immer nur von Technik sprechen. Es geht nicht um Technik. Es geht um, muss ich ein bisschen theoretisch werden, es geht um soziotechnische Innovationen. Und es geht immer darum, wie wir Versorgungsstrukturen lösen und die bestehen, und die waren schon immer so übrigens, aus drei Bestandteilen. Aus den Akteuren, die, und gerade Pflege noch mehr als im Medizinbereich, aber Medizin eigentlich schon auch, ist eine Sorgebeziehung. Das heißt, man besteht in gewisser Beziehung zueinander. Gerade in der Altenpflege ist das noch viel, viel wichtiger. Das heißt, jede technische Entwicklung ist immer eine Anfrage, und das hat ja Frau Würdig, wir sind ja auch gemeinsam in Pflegepraxisinnen gesagt, eine Anfrage an die Professionalität, an die Akzeptanz und so weiter. Aber wir dürfen uns ja auch nichts vormachen, Technik gab es schon immer. Also auch die Digitalisierung ist ja jetzt nicht so, fällt runter und dann hat man das erste Mal Technik. Also da sollte man sich auch nicht immer was vormachen. Auch Pflegekräfte sind ja außerhalb ihres Pflegelebens durchaus mit Smartphones unterwegs. Ja? Also es ist ja immer beides. Und jetzt geht es um diese soziotechnischen Innovationen. Es geht also um die Frage, wie ich Technik, Organisation und Personen zusammenbringe. Und umso mehr ich das schaffe, umso mehr ich hier Strukturen entwickle, und für mich wäre das eine Digitalisierung 2.0, nicht nur eine Digitalisierung 1.0, Produkte, die es schon gibt, manche muss man auch neu entwickeln, bekannt zu machen, völlig, völlig zustimmen, was Frau Friedrich sagte, auch zu zeigen, welchen Nutzenbeitrag das hat, brauchen wir tatsächlich noch verbindende Strukturen, auch gesetzgeberische Strukturen, das reicht dann auch nicht nur eine EPA zu entwickeln, sondern eine Struktur, eine Infrastruktur, wie wir zum Beispiel so einen Fall der RNA lösen. Weil dann komme ich zu der Ausgangsfrage, da hätten Sie jetzt die Krankenversicherung im Boot, die Pflegeversicherung im Boot und wenn Sie Pech haben, auch noch den Sozialhilfeträger und eine Privatfinanzierung. Und jeder schiebt das ein bisschen von zum anderen hin. Mhm. Und solange wir das nicht lösen, ist die Finanzierungsfrage nicht eindeutig geklärt. Okay. Herr Zahneisen, sind das genau die Probleme oder die Herausforderungen, vor denen Sie auch bei Ihrem Projekt stehen, nämlich sowohl, also die Technik ist nicht das Problem und wir könnten eigentlich schon sehr viel umsetzen, aber diese systemischen Probleme, die Herr Professor Zert gerade beschrieben hat, ist das was, mit dem Sie auch zu kämpfen haben? Also natürlich kämpfen wir mit genau diesen Themen, die hier gerade aufgelistet worden sind. Lassen Sie uns noch mal kurz zu dem Beispiel von Erna zurückgehen. Ich denke, Sie können nachvollziehen, in welcher Problematik diese Familie steht, wenn dann die Rückkehr in die eigene Häuslichkeit aufgrund der gegebenen Wohnsituation nicht so einfach zu bewältigen ist. Wir können nicht digitale Technik dann sozusagen herzaubern, Sensoren und Plattformen, um dann sozusagen die Probleme in diesem dritten Stockwerk zu lösen. Aber Erna hat natürlich viele, viele Genossinnen im Stadtteil. Und wenn wir jetzt gucken, wie viel von den anderen Erna sozusagen nicht wegen Oberschenkelhalsbruch in der Klinik gelandet sind, sondern weil wir über ein gutes Versorgungsnetz, präventive Hausbesuche, gut funktionierender Quartiersarbeit, Integration von technischen Innovationen für ein sicheres Leben im Alltag gesagt haben, dann können wir eine ganz andere Rechnung aufmachen. Der Einzelfall ist so, wie er gerade beschrieben ist, aber was uns herausfordert, sind ja eigentlich die vielen potenziellen sturzgefährdeten Seniorinnen und Senioren, die in den Stadtteilen jetzt immer älter werden. Und für die müssen wir etwas tun. Und meine Erfahrung sagt mir aus den Projekten, die wir gemacht haben, wir können mit einer individuell zugeschneiderten und auf die Familiennetzwerke abgestimmten Technik einen großen Beitrag für ein selbstbestimmtes Wohnen leisten. Wir haben die Technik, wir haben das Wissen, wie Technik funktioniert. Was wir nicht haben,
ist sozusagen ein Konzept, um den Transfer von den Dingen, die wir technisch können, zu den Menschen zuverlässig und sicher zu organisieren. In unserem Forschungsprojekt Neunmal Selbstbestimmt Oberfranken, das war sozusagen das Vorläufermodell für die Bezirke hier in Bayern vor dem Projekt Großprojekt 4.0, Mein Haus 4.0, ging es um die Frage, was sind uns die Barrieren, die uns bei der Techniknutzung sozusagen entgegenstehen. Und die Idee vom Ministerium damals war, wahrscheinlich müsste sich das Handwerk als ein wichtiger Akteur dieses Geschäftsfelds annehmen. Und wenn die Handwerker, die ja bei den meisten älteren Menschen schon mal den Wasserhahn repariert haben, sehen, dass ihre Kunden inzwischen auch 80 und 85 geworden sind, dann könnten die vielleicht hinweisen auf moderne Innovationen und dann so. In unserem Projekt konnten wir relativ schnell erkennen, das macht das Handwerk nicht. Hat weder die Ressourcen noch die Interessen Umsatzbudgets von 2.500 Euro, 3 bis 4 Mal ein vorbereitendes, begleitendes, beratendes Gespräch mit einem Familiennetzwerk durchzuführen, mit der großen Fragestellung am Ende des Tages, ist der Patient vielleicht gestorben oder die Familie längst wieder abgesprungen, weil die Dinge einfach so nicht schnell gehen. Also es ist nicht so, dass man sagt, ruckzuck ist das Problem gelöst. Das heißt, an allererster Stelle steht eine sichere Struktur, die gewährleistet, dass wir eine ausreichend hohe Beratungsressource in den Kommunen haben, die in der Lage ist, sozusagen die Bürgerinnen und Bürger quasi sozusagen an die Hand zu nehmen und gemeinsam mit ihnen nach Lösungen zu suchen und gemeinsam auszuloten, wo kann innovative Technik, wo kann Digitalisierung helfen oder wo brauchen wir Unterstützung für das soziale Netzwerk, wo brauchen wir ambulante Dienste, welche Informationen brauchen wir rund um die Finanzierung und so weiter. Also, und das ist ein, wenn man es behutsam macht, ein aufwendiger Prozess. Sie brauchen Vertrauen, Sie müssen zuhören können, Sie brauchen Zeit. Und wenn ich heute den Pflegestützpunkt Bamberg oder die Fachstelle für pflegende Angehörige in Bamberg angucke mit ihren Personalressourcen, da haben wir 1 bis 2 Vollzeitstellen für 200.000 bis 250.000 Bürgerinnen im Stadt- und Landkreis, dann weiß jeder der Beteiligten, dass das sozusagen so nicht funktionieren wird. Alle, die Beratung machen und hier am Tisch sitzen, jede Menge kompetente Experten, die mir da recht geben werden, wenn wir individuelle Lösungen suchen, die akzeptiert werden sollen, die den Menschen helfen sollen, dann müssen wir das ganze Netzwerk in den Fokus nehmen. Und das braucht Zeit und diese Ressourcen haben wir nicht. Die Vorschläge, die wir gemacht haben im Ministerium, zu sagen, wie könnten, wenn wir diesen Beratungsaufwand refinanzieren, besteht eine Möglichkeit, die Refinanzierung zum Beispiel über dieses Budget für Wohnraumanpassung zu nutzen, dass wir sagen, da könnte man doch den Kassen dazu verpflichten, einen Teil davon für die Beratung abzuzweigen. Das sind immerhin 4.000 Euro und wenn wir jetzt sehen, dass wir in Neunmal Oberfranken bei keiner der Familien dieses Budget überschritten haben, wir haben allerdings auch keine barrierefreien Badumbau gemacht, aber sozusagen in dem digitalen Bereich, dann ließe sich sehr wohl hier dieser Beratungsaufwand refinanzieren. Und jetzt bin ich eigentlich bei meinem Kernproblem, wenn ich noch darf. Gerne. Ich erwarte mir von der Politik einfach mehr Demut. Demut gegenüber dem Aufgabenbereich, der sich stellt. Also ich habe immer so den Eindruck, dass die Politik gerne zu solchen Veranstaltungen wie heute kommt und sich feiern lässt, dass sie Millionen bereitgestellt haben, dass diese ostbayerische Universität existiert, dass Care Regio gefördert wird, dass das Projekt von Frau Würdig gefördert wird. Und das ist immer ganz toll. Dann machen wir unsere Forschungen, dann machen wir unsere Berichte, die geben wir dann dem Ministerium ab. Und dann habe ich so den Eindruck, damit ist es gut. Jetzt sind alle zufrieden.
Die einen haben ihren Applaus bekommen, wir haben unsere Arbeit gemacht, wir haben formal unser Soll erfüllt. Und dann verschwinden die Erkenntnisse einfach sozusagen im Politikschrank der Verwaltung, im Ministerium. Und die Umsetzung lässt auf sich warten. Und wir sollten nicht dankbar sein, dass sie uns finanzieren, sondern wir sollten von der Politik erwarten, dass sie ihre Hausaufgaben macht, nämlich die Sicherung der Lebens-, also die Lebensverhältnisse, wie habe ich es jetzt formuliert, die Daseinsvorsorge sicherzustellen hier im Land, im Bund und auf den Kommunen und dafür zu sorgen, dass die notwendigen Voraussetzungen geschaffen werden können, dass wir die Erkenntnisse in der Forschung, dass wir die auch in der Praxis umsetzen können. Wenn ich dann sehe, dass eine Kommune wie Bamberg mit 25.000 Euro ein Quartiersbüro finanzieren will, muss, kann, weil es ist eine freiwillige Leistung und keine kommunale Pflichtaufgabe, weil man sagt, okay, wir weichen dem politischen Druck, aber mit 25.000 Euro können Sie keine Quartiersarbeit machen. Das ist einfach nur was für die Selbstdarstellung der beteiligten Politiker. Wir machen das, ohne dann auf die Qualität zu gucken, was dabei rauskommen kann. Also das ist sozusagen mein großes Problem. Wir haben kein Wissensproblem, wir haben kein Technik-Innovationsproblem, sondern wir haben einfach schlicht und einfach eine Politik, die sich dem demografischen Wandel verweigert, weil sie nicht nach vorne schaut in ausreichender Länge, sondern nur kurzfristig agiert. Also als Sie das jetzt gerade ausgeführt haben, habe ich so ein bisschen ins Publikum geguckt und da haben ganz viele Menschen zu grinsen angefangen. Auch hier vorne hat schmunzelnd gelacht. Das ist, ich glaube, da sprechen Sie vielen aus der Seele. Wie ließe sich das denn lösen, beziehungsweise ich finde es ja immer ganz faszinierend, also der demografische Wandel ist ja jetzt nicht der über Nacht gekommen ist, also wo man gesagt hat, ups, auf einmal sind da ganz viele Alte da, ja, also ich glaube der Peak sind die Jahrgänge 67, 68, 69, wenn ich das mit meinem Halbwissen so mal einwerfen darf, meine Schwester ist dieser Jahrgang, also ist es gar nicht mehr so weit weg, das rauscht ja auf uns zu und das rauscht ja nicht erst seit gestern auf uns zu, sondern das rauscht ja seit so 50 Jahren auf uns zu. Ich verstehe immer nicht ganz, jeder kennt in seiner Familie jemand, der pflegebedürftig ist oder war. Jeder ist sich seines eigenen Alterns jeden Tag bewusst. Die Politik weiß das auch, die Sozialkassen wissen das, die Krankenkassen wissen das, die Pflegeversicherung weiß das, jeder Politiker weiß das. Und wenn wir uns die letzte Bundestagswahl anschauen, dann haben wir gesehen, dass ein Drittel aller Wähler über 65 ist. Also ist das doch eigentlich, wäre das doch eigentlich das prädestinierte Thema für jeden Politiker, sich zu profilieren. Nun sind wir aber heute keine Politiker, die da sind und mit denen wir auch darüber sprechen können. Und ich glaube, dass wir uns da alle halbwegs einig sind, dass da mehr Anstrengung und mehr Geld und Ressource und Zeit vonnöten wäre. Ich habe jetzt gesehen, sowohl der Herr Zett als auch die Frau Friedrich, Sie haben sich ganz viele Notizen auch schon gemacht, als der Herr Zahneisen gefragt. Ich will das jetzt gar nicht so sehr im Frage-Antwort-Spiel weiterhalten hier, sondern wenn Sie was zu ergänzen haben, ergänzen Sie, sprechen Sie miteinander. Sie sind auch herzlich eingeladen, Sie geben mir einfach ein Handzeichen, wenn Sie was beitragen möchten. Und ansonsten, Frau Friedrich, ich habe gesehen, Sie haben ganz fleißig mitgeschrieben. Wie wollen Sie das Ganze ergänzen ein bisschen? Wie will ich das ergänzen? Ich sitze hier, erzähle, aber lerne auch gleichzeitig. Und dann habe ich mir einiges notiert. Ich kann allen Rednern, Rednerinnen nur zustimmen. Vielleicht hake ich noch mal bei der Erna ein, weil das war ein schönes Beispiel. Erstens, die Story, die Sie erzählt haben, ist eigentlich unser großer Use Case in Keregio, wo wir das tatsächlich umsetzen wollen. Also die Vision ist, es kommt die Erna, die einen Sturz hatte mit Oberschenkelhalsbruch ins Klinikum. Dort wird sie akut behandelt, kommt danach entweder in die Reha oder direkt in eine Pflegeeinrichtung, vielleicht stationär oder auch wieder nach Hause in den ambulanten Bereich. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, sodass man diese Erna als Mensch in die Folgestation begleitet mit ihren Daten, die dann hoffentlich schon vor der Patientin in der Folgestation sind und am besten schon in der Klinik mit der richtigen Technik ausgestattet, Assistenztechnik, die dann, mit der wir sie dann weiter begleiten. Das ist so ein bisschen meine Vision und Idealvorstellung. Das ist aber
im Rahmen eines Förderprojektes tatsächlich nicht umsetzbar, weil ich kann nicht on demand meine Partner dazu holen, so wie wir das benötigen, also auch die Dienstleister, die Industriepartner. Das muss bei Antrag alles festgelegt werden. Also das ist halt unser Förderrecht, unsere Bürokratie, wo wir uns alle durchkämpfen müssen. Das ist, insofern gebe ich Ihnen recht, da muss noch einiges geschehen, dass man eben auch solche Umsetzungen wirklich ja, individuell bedarfsbezogen gestalten kann. Und bei aller Technik und Sozialem, der Mensch muss halt wirklich immer im Mittelpunkt stehen und die Technik, die wir entwickeln, die muss dem Menschen dienen, das formuliere ich jetzt bewusst so. Und das ist auch ein bisschen meine Aufgabe in der Lehre, den Ingenieurstudierenden beizubringen, im Entwicklungsprozess diese Nutzerintegration zu beachten, sodass sie eben auch den Menschen und die Bedürfnisse im Blick haben und nicht irgendwie eine Cracklösung entwickeln. Und wiederum den Pflegestudierenden auch die Technik nahezubringen, sodass da die Ängste abgebaut werden. Und das ist so ein ganz, das ist natürlich ein sehr langsamer Weg. Das dauert, bis die dann mal alle durch das Studium durch sind und in entsprechenden Positionen, das dauert. Genau, also das wäre so ein bisschen mein oder unser Beitrag, den wir leisten können. Ja. Herr Zerz, Sie kommen gleich dran, Sie haben sich gerade gemeldet. Ich würde die Frau würde ich gerne noch mit reinnehmen nochmal. Sie haben das so ein bisschen angedeutet, Ihrem Eingangsstatement, und die Frau Friedrich hat das jetzt auch so gesagt. Gibt es da tatsächlich noch einen zu großen Gap, eine zu große Lücke zwischen denen, die die Technik entwickeln und denen, die dann tatsächlich tagtäglich damit arbeiten, also sowohl Pflegende als auch die Patienten? Also die Lücke, die gibt es, die sehe ich aber nicht als das größte Problem. Okay. Weil das lässt sich, wenn der Hersteller interessiert daran ist, sein Produkt wirklich nachhaltig und breitflächig auf dem Markt zu implementieren, dann muss es in seinem Interesse liegen, sein Produkt so anzupassen mit dem Feedback, was er zum Beispiel aus unseren Erprobungen bekommt, um es hier für die Anwender zu verbessern. Ich sehe es, also wie auch der Herr Zahneisen sagte, Frau Friedrich, der Punkt Netzwerkarbeit. Ich meine, ich als Sozialpädagogin, das ist das A und O. Ne? Ich meine, im Klinikbereich über 15 Jahre habe ich dafür hochvulnerable Gruppen mit den Angehörigen zusammen Anamnesen gemacht und wir haben geschaut, wie kann das Leben danach weitergehen, nach der Akuterkrankung. Und das eine ist, gestern waren auch die Vorträge dazu, dass dieses Case- und Care-Management gestärkt werden soll. Und da sage ich, da jubel ich natürlich innerlich. Und vieles, was benannt wurde, haben wir ja auch schon in der Vergangenheit getan. Wir haben auch bei unseren Patienten, wo die Versorgungslage sehr schwierig war oder noch detaillierter geprüft werden musste, haben wir auch Hausbesuche gemacht, um zum Beispiel vor Ort zu einer Hilfsmittel- und Wohnraumanpassung zu beraten. Wir haben ganz eng mit Sanitätshäusern, Versorgung, Kostenträgern zusammengearbeitet. Aber natürlich sind wir jetzt an einem anderen Stand und da bedarf es der Education, die gestern auch genannt wurde und gefordert wurde, hier wirklich die, die schon in der Beratung tätig sind, zu stärken in ihrem Know-how und auch in, ja, auch in ihren Ressourcen. Also wir haben über die vielen Jahre im Klinikum, wir wissen alle, Menschen werden älter, die Liegezeiten oder die Verweildauer in den Kliniken hat sich verkürzt. Das heißt, wir konnten wirklich sukzessive sehen, wie jedes Jahr die Anzahl der Beratungsleistungen gestiegen ist, aber unsere eigenen Ressourcen nicht gewachsen sind. Was ist die Konsequenz? Die Beratungseinheiten werden kürzer. Man kann sich vorstellen, dass das keine positive Entwicklung ist. Und das letztendlich zu stärken, das sehe ich auch als wesentlichen Punkt. Und Digitalisierung ist da, auch gestern wurde über das Tool diskutiert, freie Pflegeheimplätze anzuzeigen, ob sie verfügbar sind oder nicht. Das ist an sich für einen Sozialdienst im Krankenhaus eine tolle Sache, weil es Zeit spart. Also zu meiner Zeit in der Klinik haben wir jede einzelnen Häuser antelefoniert. Das hat natürlich wahnsinnig viel Zeit gekostet. Ja. Nur wenn sich an der Struktur, an den Versorgungsstrukturen nichts ändert, dann ist das Ergebnis digital oder übers Telefon das gleiche. Ich finde keinen Platz. Aber ich spare doch zumindest Zeit ein, die ich dann wieder für was anderes benutzen könnte. Ich kann dann dem Angehörigen früher sagen, in dem Gebiet, wo ich den Platz suchen soll, finde ich ihn nicht.
Punkt gemacht, ja. Ne, und klar kann man dann noch gucken, aber ich meine, man steckt ja schon vorher alle Alternativen durch. Was für Möglichkeiten haben wir? Was hat Prio 1? Gestern stand hier auch an der Leinwand, 90% wollen zu Hause bleiben. Den Wunsch kenne ich natürlich auch aus der geriatrischen Reha, aber auch da haben wir natürlich Menschen gehabt, die in, wie sie es auch nennen, Kurzzeitpflege entlassen werden mussten, bevor man es vielleicht doch nochmal vielleicht schafft nach Hause oder eben dann doch in den vollstationären Bereich. Und das sind ja Katastrophen für die Menschen. Und auf Ihren Punkt zurückzukommen, Herr Zahneisen, ich bin auch da, eigentlich dürften Politiker nachts keinen ruhigen Schlaf mehr finden, wenn man wirklich die Problematik der Betroffenen kennt. Das ist absolutes menschliches Leid und Not, man kann es nicht anders benennen. Und wenn ich dann, ich sag mal, entgegen meines Wunsches zu Hause noch versorgt zu werden, vielleicht doch in eine Senioreneinrichtung muss und dann nicht mal da, wo ich wohne oder wo meine Kinder wohnen, das sind, ich kann es nicht anders beschreiben, als menschliche Katastrophen in einem Lebensalter, im letzten Lebensabschnitt, wo eigentlich Vertrautheit, wie es immer so schön heißt, einen alten Baum verpflanzt man nicht. Mhm. Und wir müssen es dann tun. Ja. Das kann nicht lebenswert sein. Ne? Mhm. Und Digitalisierung sehe ich hier als wunderbares Instrument, das Netzwerk wirklich noch besser zu vernetzen, dass dieses Know-how und die Ressourcen, die vorhanden sind, dass das auf den Punkt präsent ist und zur Verfügung steht. Aber dafür muss ich halt auch die Leistung letztendlich erbringen, befähigen und vor allen Dingen auch menschlichen, also Manpower erstmal dafür sorgen, dass genügend Menschen da sind, ja, die letztendlich mit dieser Digitalisierung auch eine Verbesserung erreichen können. Herr Zert, jetzt haben Sie die Erna schon eingeführt. Wie müssen wir im Hinblick auf die Digitalisierung, also diese Vernetzung der verschiedenen Partner, eine gewisse Finanzierung vorausgesetzt, wie müssen wir die hinkriegen, damit wir der Erna eben helfen können? Also sprich, wo sehen Sie die dringendsten Aufgaben im Hinblick auf Digitalisierung, was die Vernetzung und was die systemischen Änderungen anbetrifft, um eben jetzt bei diesem konkreten Fall zu bleiben, ihr helfen zu können? Nehmen wir mal den Fall jetzt. Die Erna ist jetzt chirurgisch behandelt und wir waren vorhin stehen geblieben, es geht um Nachfolgende. Und Frau Würdig hat jetzt zu Recht gesagt, der Klassiker ist im Entlassmanagement, man kennt sich, man ruft mal dort an bei Leuten, die man kennt, hat vielleicht gemeinsam studiert oder so, es ist ja alles sehr menschlich, da kann auch was funktionieren, aber das ist nicht systematisch, systemisch. Jetzt gibt es natürlich Plattformlösungen, die zum Beispiel anbieten zu sagen, wir, das ist ja erst, was Sie beschrieben haben, wir bieten so eine Art Radar an, wie viel Kurzzeitpflegeplätze sind denn möglicherweise da. Man muss berücksichtigen, Kurzzeitpflegeplätze sind in der Regel eingestreute Kurzzeitpflege, die konkurriert immer mit einer Vollbelegung. Mhm. Also wir kommen da schon wieder an eine Anreizproblematik für jeden stationären Pflegeheimanbieter. Echte Kurzzeitpflegeeinrichtungen gibt es ganz, ganz selten, vor allem in Bayern. Das ist besser geworden, aber das muss man einfach mal festhalten. Kurz eingehakt, funktioniert das in anderen Bundesländern besser? Sagen wir mal so, wenn man mehr Auswahl hat, dann hat man manche Probleme vielleicht nicht so in der Problematik. Das ändert aber, man muss ja bei immer beides berücksichtigen. Wir haben auch in Bayern natürlich in vielen Regionen, wir betreuen ein Projekt, ich sollte auch was über Projekte sagen, im nördlichen Kronach. Es gibt ja verschiedene Projekte, die unter dem Label Gemeindeschwester laufen. Und in diesem Projekt ist es so, dass man dort natürlich, Gott sei Dank, das ist ja ein Wert, noch gute Familienstrukturen hat. Die auch ein Stück weit das natürlich halten wollen. Aber man muss sich Folgendes vorstellen, weil Sie vorhin sagten, die Demografie kam ja nicht über Nacht. Ja, aber sie ist wie Diabetes. Man spürt sie nicht. Man spürt sie nicht gleich, man spürt sie auch nicht morgen, man spürt sie auch nicht übermorgen, sondern sie ist zwar da, aber sie ist nur was, so was Rationales. Und übrigens, es ist ja nicht wahr, dass die Menschen älter werden. Das ist einer der größten Fehler der Demografiediskussion. Es werden mehr älter. Es werden nur mehr älter. Das ist ein kleiner, aber ganz feiner Unterschied. Es werden mehr älter, nicht die Menschen werden älter. 100-Jährige gab es schon immer. Klar, ich weiß, dass an 200 Jahre Menschen geforscht wird, aber das ist ja andere Diskussion. Sondern wir haben mehr ältere Menschen und wir schaffen es durch unsere Medizin, und das ist jetzt ein Teil auch von Erna wieder, durch unsere Medizin und auch durch unseren Lebenswandel, ist ein Riesenerfolg. Muss man einfach mal festhalten, Menschen länger so fit zu halten, dass die Pflegebedürftigkeit in die hohen Alterskohorten verschoben wird. Also wenn Sie sich mal die Statistik anschauen, wer kommt denn in stationäre Langzeitpflege? Durchschnittsalter, Eintrittsalter über 80, Multimorbidität
Und durchschnittlich, es klingt jetzt immer brutal, durchschnittliche Verweildauer in einer stationären Pflegeeinrichtung ist unter 2 Jahre. Unter 2? Und das sind hauptsächlich Frauen, weil die Frauen haben vorher ihre Männer gepflegt. Also das ist jetzt ein bisschen polemisch, aber das greift schon noch so hin. Ja, das sind hauptsächlich Frauen, wenn sie die stationäre Langzeitpflege schauen. So, was hat das jetzt mit der Anna zu tun? Das hat damit zu tun, dass wir, und da, Herr Zahnarzt hat es schön auf den Punkt gebracht, dass wir, und das ist der Punkt, auch den Frau Friedrich vorhin mit Systeminnovationen, ich weiß nicht, ob wir den gleichen Begriff haben, ich greife ihn jetzt mal auf, es nützt ja alles nichts, wenn wir die Dinge nicht verzahnen. Wir haben die Pflegeberatung, wir haben die Pflegestützpunkte, wir haben das Entlassmanagement. Aber es gibt jetzt natürlich Entwicklungen, Stichwort Community Health Nurses, Infrastruktur, dass wir überlegen müssen und nicht erst übermorgen, Stichwort Diabetesverschiebung, sondern gleich, welche Infrastrukturen, die so ein kommunales Setting, und dass es nicht nur einmalig in Bamberg ist, sondern dass es eine gute Blaupause ist, die wir auch ausrollen können, das ist das eine. Und dann kommen die Daten ins Spiel. Wenn wir da klug Daten haben, und ich oute mich jetzt, das ist immer kontrovers, da ist das, was im Koalitionsvertrag steht, dass man eine grundsätzliche Opt-out-Regelung hat, wahrscheinlich wirklich die richtige Herangehensweise, dass man erstmal sagt, wir sind erstmal alle drin in dieser Lösung. Natürlich muss man im Einzelfall Eskalationsideen diskutieren, aber wir sind alle drin und können dann klug diese personellen Infrastrukturen mit den Dateninfrastrukturen nutzen, weil es nützt ja alles nichts, wenn, wie Frau Würdig sagt, ich kann Ihnen sagen, ich habe jetzt keinen Pflegeplatz, weil häufig wäre es noch ein Gewinn, nicht nur zu wissen, wo ist ein Pflegeplatz, sondern auch das pflegerische Assessment schon durch Daten so vorzubereiten, dass ich schon im Grunde weiß, da kommt jetzt die Erna. Und ich weiß auch in meiner Kapazitätsplanung in der Pflegeeinrichtung, die Erna hat die und die Hilfsmittel, die Erna hat die und die Komorbiditäten, die und die Medikationen. Das ist natürlich ein bisschen wünscht dir was, aber eigentlich ist das alles möglich in einer digitalisierten Welt. Sie sparen mir da einfach unglaublich viel Ressourcen. Ja, und da kann ich tatsächlich, weil Sie wollen ja was Ökonomisches hören, absolut, da kann ich natürlich am, wie man neudeutsch sagt, am Pathway etwas einsparen. Ja. Ob ich volkswirtschaftlich etwas einspare, ist die falsche Frage. Das sage ich auch als Ökonom. Weil es ist immer die Frage, für was geben wir gut Geld aus? Und wenn wir Geld ausgeben für bessere Lebensqualität und für bessere Pflege, ist es ein Wert an sich. Absolut. Ja. Sie dürfen gerne. Herr Zahnarzt, Sie wollten was ergänzen. Ja, also Erna muss ja dann schön herhalten. Darum macht man ja diese Personas, die eignen sich so hervorragend für Diskussionen. Also in meiner Vision kommt die Erna tatsächlich ins Krankenhaus mit ihrem Oberschenkelhalsbruch. Aber dann weiß im Grunde schon auch dort die Pflegefachfrau und das Team vor Ort, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Erna nach der OP nicht mehr vermutlich so leicht in die gleiche Häuslichkeit zurückkommen kann, wie sie jetzt vorher war, dass das eine sehr große Wahrscheinlichkeit hat. Und jetzt würde es sich anbieten, die Zeit erstmal zu nutzen, mit Eintritt sozusagen im Krankenhaus schon, nicht erst zu warten, bis wir die OP hinter uns haben, hat sie die gut überstanden, dann die geriatrische Reha im Krankenhaus machen und dann am Ende des Tages sagen, morgen ist die zu Ende und jetzt müssen wir mal gucken, was passiert. Das heißt, wir können diesen Prozess schon ein bisschen viel früher starten und der würde dann nicht dann in der meiner Vision dort hinauslaufen, dass man sagt, wo wohnt denn die Erna? Welche sozialen Netze sind ihr zugeordnet? Wir gucken ihre Wohnung mal an. Wir treffen uns mit den Angehörigen, sofern es welche gibt, aber auch mit Freunden und Nachbarn oder wer auch immer sozusagen im Sozialraum da sozusagen Bezugsperson sein kann. Mit denen treffen wir uns und planen mal die Perspektive für Erna. Wenn wir sie einbeziehen können, beziehen wir sie ein. Das ist jetzt dann sozusagen selbstverständlich. Und das würde aber eben bedeuten, wir haben sozusagen sozialräumliche Infrastrukturen, auf die wir zurückgreifen können. Und wir haben im Krankenhaus einen Prozess, der schon mit der Einweisung und der Erstdiagnose beginnt, die Entlassung zu planen und nicht erst wie jetzt so Entlassmanagement rotiert, wie die Frau Würdig gerade geschrieben hat, telefoniert oder nutzt die Plattform, um zum Ergebnis kommen. Es gibt aber keinen. So. Und da muss ich noch einmal bei Ihnen jetzt einkragen. Demografie heißt nicht nur, dass viel mehr Menschen älter werden, sondern das Problem bei diesem Älterwerden ist auch, dass all die, die jetzt sozusagen schon schön viel älter geworden sind,
nicht ausreichend Kinder und Nachwuchs bekommen haben und wir dann sozusagen ein Gap haben zwischen dem, was sozusagen an alt gewordenen Senioren da ist und den Versorgungspotenzialen, die sie zu früheren Zeiten hatten, sprich die Familie. Also ohne diesen Widerspruch zwischen einerseits älter werden und andererseits aber keine eigenen Kinder haben, würden wir gar kein demografisches Problem haben. Da hätten wir jetzt einfach mit technischen Innovationen einfach das Problem leichter zu bewältigen. Gleichzeitig wissen wir aber alle, und jeder Politiker erzählt es uns jedes Mal bei jeder Veranstaltung, vor allem wenn er dann ein paar Ehrenamtliche vor sich hat, wie wichtig doch diese Säule des ehrenamtlichen Pflegeengagements ist, dass 75% der Pflege von den Familienangehörigen erbracht wird. Das ist sozusagen jetzt sozusagen die Botschaft, da ehren wir sie alle. Wenn er ehrlich wäre, der Herr Politiker, dann würde er sagen, ich weiß allerdings, dass dieses Potenzial im demografischen Wandel dramatisch zurückgeht. Also wir haben das auch mal ausgerechnet, ich habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber Sie können sich auch mal bei eigenen Überlegungen anstellen, die Demografie anzugucken, was das denn konkret bedeutet mit dem Familienpotenzial. Und dann müssen Sie sagen, es kommt doch nicht von ungefähr, dass im 7. Altenbericht genau dieser Profi-Bürger-Mix gefordert wird, der aber vor allem dann auf Quartiere, auf die Integration von sozialen Netzwerken, auf den Aufbau nachbarschaftlicher Ressourcen, auf ehrenamtliches Engagement sozusagen aufsetzt, nicht weil man sozusagen sich abwendet vom christlichen Familienideal, sondern weil es einfach die Faktenlage anders, nicht anders erfordert, sondern sozusagen, wenn wir der Sache in die Augen schauen, dann gibt es nur einen, wenn wir nicht professionalisieren können, weil wir dort auch weder die finanziellen Mittel bereitstellen werden können, noch das Personalressource in dem Maße aufbauen können. Wenn wir das also wissen, dann müssen wir sozusagen in die Quartiere und dort die sozialen Netze stärken. Das sagt der 7. Altenbericht. Und dann passiert es aber nicht. Dann haben wir überall solche Leuchtturmprojekte, ein bisschen da wegen Quartiersarbeit, da wegen dort irgendwas Netzwerk, dann weiß der Teufel, wer mich immer belabert, irgendein Bausenat macht dann Stadtentwicklung und Stadtplan. Alles so Dinge, die einfach nur sozusagen Tropfen auf dem heißen Stein sind, bei Dingen, von denen wir wissen, dass sie strukturell sozusagen festgelegt sind. Es ist ja nicht so, dass wir sagen, da hier in Regensburg haben wir ein bisschen ein Problem mit dem Älterwerden und die haben plötzlich vor Jahren keine Kinder gekriegt. Nein, es ist ja so, dass wir das europaweit und bundesweit einfach nachvollziehen können, wie da die Faktenlage ist. Und da verstehe ich einfach dann nicht, dass man hier nicht die notwendigen Konsequenzen zieht, auf all den Ebenen, die wir haben, Forschung, Integration, Beratung und so weiter. Ich komme zu Ihnen mit dem Mikro. Ich glaube, wo habe ich es denn hingelegt? Hast du es mir weggenommen? Dankeschön. Ja, ich verstehe Ihren Punkt und ich würde es um eins noch ergänzen. Es ist ja nicht nur die Anzahl der Menschen, sondern die Lebenssituation ist ja auch unterschiedlich. Das heißt, die Kinder leben ja nicht mehr dort, wo sie dann ihre Eltern pflegen könnten, sondern die leben vielleicht wo ganz woanders. Das vielleicht mal noch, geben Sie es rüber, Dankeschön, als Ergänzung. Bitteschön. Ich glaube, wir sind vor einem gesamtgesellschaftlichen Problem. Hier werden immer wieder so... Ich war letzte Woche in Augsburg beim eHealth-Kongress dabei, da werden dann die Verantwortungen von A nach B geschoben und dann sitzen die Personen auf der Bühne und sagen, wir müssen da was machen. Und dann sitzt man da und denkt sich, wir machen. Es fehlt aber am Ende der eine, der es machen könnte, der es macht. Und ich finde, das betrifft alle Personen. Und ich habe gestern auch den Begriff des Gesamtquotienten immer wieder hergezogen. Wenn ich gucke, dass wir bei uns im Landkreis Bad Kissingen, wir haben 120.000 Einwohner, ein klassischer Flächenlandkreis, wir haben 2040 fast eine 1:1 Zuordnung zwischen Personen im Erwerbstätigen zu Personen im Nicht-Erwerbstätigen. Und im Nicht-Erwerbstätigen sind Kinder, Kindergartenkinder, Jugendliche dabei und Ältere. Und wenn man sich jetzt überlegt, ich habe selber eine Tochter, die wird 4, der Betreuungsaufwand eines Kindes und eines Hochaltrigen ist fast ähnlich, wenn es um Demenz geht. Und dann ist aber die Frage, ich hatte es gestern mit einer Kollegin, die sagt, bei Kindern macht es mehr Spaß. Und
da muss man sagen, ja, und diesen Quotienten können wir nicht mehr umdrehen. Also wir haben jetzt 2020, wir haben noch 20 Jahre Zeit. Da wird es eng, dass jetzt noch Kinder nachzuschieben. Ja. Ja, wieso haben Sie nur eine Tochter? Ja, ja, aber da stellt sich genau die Frage, mache ich mich der Gesamtgesellschaft, bin ich da so verantwortungsvoll, setze noch ein Kind in die Welt? Ja. Oder schaue ich die Gesamtsituation an und denke mir, vielleicht lasse ich es lieber. Hm. Ja. Wir haben hier oben gleich noch eine zweite Wortmeldung. Oder möchten Sie erstmal was ergänzen? Ja. Zum gleichen Thema? Dann nehmen wir es gleich dazu. Genau, also ich wollte dazu eigentlich nur noch ergänzen. Ich finde, das ist einfach, jetzt, also blöd gesagt, ich bin jetzt 27. Ich habe keine Kinder, ich stehe da in dem Ding und ich denke mir so, okay, ich kann ein Kind kriegen, das ist dire. Es ist aktuell für uns in der Situation, schaffe es irgendwann, dass ich ein Haus baue, kriege es überhaupt irgendwie hin, schaffe es, dass ich ein Kind großziehe. Wenn ich jetzt nach meiner Mutter pflegebedürftig wird, meine Oma daheim, sonst was, ist genauso dire. Schaffe ich das zeitlich, kann ich nebenbei nach arbeiten gehen oder nicht? Haut es überhaupt hin irgendwann, dass wir in der Situation, wo wir Jungen eh schon quasi kaum noch daheim bleiben können, wenn du ein Kind kriegst, weil beide arbeiten müssen komplett, wie soll man es denn dann machen? Also ich finde, es ist da auch schon so, wir schaffen es irgendwann nicht mehr. Wo sollen wir die Zeit und die Kraft und das Geld nachher nehmen dann? Hm. Ja, bitte. Ich finde es deswegen so spannend, da muss ich mich erinnern, es gab, ach, das ist fast 20 Jahre her, die Annaberg-Unna-Studie, vielleicht kennen Sie die noch, Herr Zahneisen, da ging es um die Pflegebereitschaft von Angehörigen. Und das ist dieser qualitative Aspekt, der Pflegebereitschaft von Angehörigen. Und sagen wir mal so, wenn ich so eine Einführungsveranstaltung in Pflege machen würde, Pflegeökonomie, dann würde ich da immer so ein Bild zeigen, Europa-Pflegesysteme, ja, irgendwie sowas. Und da würde dann stehen, Skandinavien 3,3% oder 7% in Schweden des Bruttoinlandproduktes und in Niederlanden auch über 3%. In Deutschland ist es zwar ein bisschen gewachsen jetzt, aber wir wären noch deutlich unter 2% und dann hätten wir in Spanien vielleicht nur knapp unter 1%. Und dann könnte man die blöde Frage stellen, ja, sind die Spanier, sind die so sparsam? Nein, die lagern die Kosten auf die Familien aus und es wird nicht gerechnet. Das tun wir auch. Das ist ja das Hauptproblem. Und diese ganze Diskussion um diesen Bürger-Technik-Mix ist eine Frage, wie stark sind wir bereit als Gesellschaft, Kosten in die Professionalisierung zu stecken, was de facto, und da muss man, darf man auch nicht außen rum reden, in höheren Pflegebeiträgen mündet. Punkt. Und jetzt wissen Sie, warum die Politik das vielleicht nicht herträgt. Ja, und dann haben Sie eine kleine Antwort auf die Frage. Ja? Ja. Aber das ist auf der anderen Seite aber genau dann die Chance, wenn man kluge Modelle hat. Wie man Versorgung, wie man Telemedizin hat, wie man Versorgung macht. Und es gibt ja schon Ideen. Dann spricht man, muss die natürlich noch ein bisschen pushen. Ich bin immer glühender Optimist. Also ich würde immer sagen, natürlich, es ist schon einiges da. Es ist fast biblisch. Schaut, was schon da ist, nur befördert es. Schaut, was schon da ist und befördert es. Und man muss, da fehlt eben noch diese unterlegende Struktur, die dieses Bürger-Technik-Mix. Ich glaube, wir können so viel. Also es klingt fast wie ein Politiker, ja, aber wir können so viel, wir haben so viele Möglichkeiten, aber als ein was muss klar sein, es gibt zum Beispiel Strukturen, auch gab ein Modellprojekt in Bayern, Namen habe ich jetzt leider vergessen, wo man sagt, es klingt jetzt ein bisschen komisch, wir haben lange gekämpft, dass wir Arbeitsleben mit Kinderbetreuung versuchen zu integrieren. Wir sind immer noch nicht perfekt. Künftig brauchen wir Arbeitsleben mit Seniorenbetreuung zu integrieren. Jetzt übertreibe ich mal, dann nehme ich halt meinen Vater mit in meine Arbeitsstelle. Man will das vielleicht nicht denken, aber man muss es denken, auch wenn es vielleicht obskur ist. Ich nehme meinen Vater mit und dort ist eine Tagespflege an meinem Ort, wo ich arbeite. Punkt. Solche Konzepte, das sind Geschäftsmodelle, die man auch nutzen muss. Und es gibt solche Ideen und ich würde sagen, da anzusetzen und das zu fördern, das ist eigentlich dieser, so wie ich ihn verstehe, dieser Profi-Bürger-Technik-Mix. Da könnte man zum Beispiel, ich meine, solche Sachen, ja, schön, dass Sie die Kinder eingeführt haben, sozusagen als Beispiel. Vereinfacht gesagt, ne, also so wie sich die, dann brauche ich vielleicht auch gar nicht so viel Geld von der öffentlichen Hand an der einen oder anderen Stelle, sondern tatsächlich, das sind ja auch zum Beispiel Einrichtungen, die dann Arbeitnehmer selber zahlen. Der Arbeitgeber profitiert doch davon. Wenn man sich jetzt mal anschaut, die Ausfallzeiten, die allein Arbeitnehmer haben, weil sie sich um ihre, weil sie das ja trotzdem irgendwie dann machen müssen, um ihre Angehörigen kümmern müssen. Das ist durchaus auch ein wirtschaftlicher Impact für Arbeitgeber. Und Arbeitgeber, die klug sind, wenn man die Daten besser noch nutzen kann,
Könnte das tatsächlich auch ein Punkt sein? Es ist ein Punkt unter vielen. Ja. Okay. Wir hatten hier noch die nächste Wortmeldung. Okay. Ja, guten Tag. Ich habe zwei Punkte. Zum einen haben wir das Problem, also die Entscheider haben natürlich ausgesorgt fürs Alter. Das andere ist, ich würde etwas früher ansetzen, das Ganze. Im sozialen Wohnungsbau, bei Neubauten und auch bei Sanierungen nicht nur einen Teil altersgerecht bauen, sondern gleich mit Sensorik ausstatten. Das ist heute nicht mehr der große Kostenfaktor. Das kann jemand übernehmen. Der andere Punkt ist, ich kenne Erna sehr gut. Bevor sie ins Krankenhaus kam, habe ich sie kennengelernt. Sie hat zwei Söhne, hat eine mit ihrem Lebenspartner eine Wohnung, Wohnzimmer, Schlafzimmer und das alte Kinderzimmer und natürlich Küche, Bad, ist ganz klar. Sie wäre gern umgezogen, weil ihr die Kosten davon laufen. Heizkosten, Miete, aber natürlich möchte sie gerne im Viertel bleiben. Das heißt, sie möchte im Haus, sie möchte eigentlich am liebsten im Haus, im Erdgeschoss oder weiter unten eine kleinere Wohnung, eine für sie letztendlich günstigere Wohnung, kann vom Quadratmeterpreis sogar etwas teurer sein, weil sie es auf der anderen Seite von den Quadratmetern her und von den Nebenkosten einspart. Oder zumindest im Viertel. Es gibt schon Apps, die genau aus diesem Grund, weil ältere Menschen, bevor sie krank werden, kleine, aus welchen Gründen auch immer, kleinere Wohnungen suchen, aber eben in diesem Viertel. Die Apps gibt es in Deutschland, glaube ich, noch nicht, aber im Ausland und funktionieren auch in größeren Städten. Aber es gäbe auch eine andere Möglichkeit, dass große Hausverwaltungen Wohnungen, die frei werden, melden müssen und das über eine Plattform abgedeckt wird. Da man sagt, okay, Wohnungen werden frei, ihr müsst das melden. Und wenn jemand aus einer größeren Wohnung in eine kleinere Wohnung umziehen möchte und hier sich wirklich verändern möchte, es wird Wohnraum frei, es ist allen geholfen. Wie gesagt, sogar die Miete kann etwas steigen. Dann muss das hier möglich gemacht werden. Die Plattform ist kein Problem mehr. Gesetzlich wäre es auch kein so großes Problem, denke ich. Hier muss nur ein Entscheider ran und die großen Wohnungsbaufirmen haben sowieso zurzeit einen schlechten Stand. Also könnte man hier vielleicht etwas bewegen. Aber wie gesagt, ich denke, man müsste das Ganze sogar noch etwas früher ansetzen. Danke. Darf ich ein bisschen ketzerisch sein? Ich höre jetzt gerade, es gibt tolle Pilotprojekte. Wir wissen eigentlich, wie es geht und die Technik ist kein Problem. Also ganz vereinfacht. Okay, danke Frau Friedrich. Ja, wieso tun wir denn dann nicht? Und jetzt bitte nicht zu sagen, ja, die Politik müsste. Ich meine, die Politik ist ein Teil unserer Gesellschaft, aber sie ist nicht die Gesellschaft. Und jetzt vielleicht, um den Optimismus, den Sie gerade angesprochen haben, ein bisschen an den Tag zu legen. Wo sehen Sie denn da jetzt die Chancen von der Digitalisierung? Also sprich, wir haben es gerade von, Sie haben ein Beispiel jetzt gerade genannt mit so einer App. Wir hatten gestern hier auch in der Podiumsdiskussion jemand, der gesagt hat, schauen Sie mal, es gibt so eine App, wo es um Flüchtlingshilfe geht, wo sich, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, da funktioniert das einfach wunderbar. Da kam auch nicht die Politik und hat gesagt, das ist jetzt die App, über die wir die Migrationskrise lösen, sondern da gab es, ich glaube, das kam aus dem Ehrenamt, wo dann gesagt haben, so, und hier gibt es eine App und da kann ich meine Bedarfe einstellen und da kann ich eine Wohnung zur Verfügung stellen, da kann ich die vernetzen. Ich habe das selber gerade erlebt, wir haben es jetzt dadurch geschafft in Regensburg, ich bin da bei so einem Verein, 30 Wohnungen zu schaffen, wo Geflüchtete aus der Ukraine jetzt untergekommen sind. Und die sind alle möbliert und die sind alle eingerichtet, einfach über Technik letztendlich. Das geht ganz einfach. Es gab eine WhatsApp-Gruppe, da waren dann 500 Leute drin. Und jeder hat gesagt, hier, ich habe einen Kindersitz, ich habe ein Bett, ich habe das, ich habe das, ich habe das. Machen wir es uns zu einfach, wenn wir nach der Politik rufen und sagen, mach mal Politik? Oder bietet die Digitalisierung die Chance, dass jeder einzelne Akteur, weil vieles wird ja dann wieder kommunal organisiert werden müssen, weil was bringt es mir, wenn ich sehe, dass in Hamburg eine Kurzzeitpflege frei ist, wenn ich sie in Plattling brauche. Sprich, welche Chancen sehen Sie da tatsächlich durch die Digitalisierung, dass jeder Akteur aktiv werden kann oder stelle ich mir das zu einfach vor? Bitte. Sie kommen gleich dran. Da fällt mir gleich einiges zu ein. Das Thema AAL und Assistenzsysteme ist damals auch 2005 oder wann das europaweit ins Leben gerufen worden ist und auch von unserem Bundesministerium für Forschung damals noch aufgenommen worden ist. Und die ganzen Forscher, Politiker sind, glaube ich, angetreten mit dem hehren Ziel oder Glauben,
genau die Technik wird schon richten. Die wird genau die Probleme des demografischen Wandels, die gesellschaftlichen Probleme und all diese Fragestellungen lösen. Das kann sie nicht. Also da bin ich auch fest von überzeugt. Sie kann aber helfen, sie kann dazu beitragen und deswegen muss sich eigentlich jede Bürgerin, Bürger, Politiker, also alle Beteiligten, da haben wir ja sehr viele, die müssen sich irgendwie mit dieser Technik auseinandersetzen, von jung bis alt. Ich glaube, dass die Alten sich mittlerweile fast mehr damit auseinandersetzen als ja, die ganz Jungen auch. Ich sehe so in der mittleren Altersgruppe habe ich oftmals bei unseren Anwendertests Barrieren zu überwinden. Da wollen die Senioren bei einer Testreihe mitmachen und dann sagen die, sage ich mal so, 50- bis 60-jährigen Kinder, Töchter, Söhne, nee, mach da mal lieber nicht mit. Also ja. Habe ich wirklich erlebt, also öfter, nicht nur einmal. Also und zum Beispiel in der Ausbildung, im Studium, wenn wir dann für Pflege und Gesundheit, also Gesundheit schon noch, aber Pflege so kommen, ja, also Alter, Krankheit, Pflege, Technik, Technik schon, aber Alter, Krankheit und Pflege ist halt nicht sexy. Hm. Und die wollen halt lieber in autonomes Fahren gehen oder in Raumfahrt etc. pp., was gerade modern ist. Also das heißt, das muss man auch ein bisschen schmackhaft machen, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen. Und das geht eben durch alle Altersgruppen. Und einfach auch die Technik erleben, dass eine App tatsächlich einen Nutzen bringt. Und dann eben auch zum Beispiel hilft, Katastrophen zu vermeiden. Gerade mit ja, Vitalparameter übermachen. Es muss ja nicht die perfekte Telemedizinlösung sein. Aber dass man sieht, wenn jemand chronisch erkrankt ist, vielleicht Atemwegserkrankungen hat, irgendwelche Pollenallergien, aber trotzdem sportlich ist und am Wochenende zum Mountainbike auf den Berg will, aber gerade diese Umweltsituation und die persönlichen Daten schlecht sind. Wenn dann die App oder das System sagt, ja, verschiebt das mal noch eine Woche, es ist gerade ungünstig, sonst droht eine Katastrophe. Dann wäre das für Jüngere gut. Oder im Alter, dass man genau diese Krisen und Katastrophen, die immer am Wochenende eintreten, vermeiden kann und damit auch eine Krankenhauseinweisung vermeiden kann, dann ersetzt das noch lange nicht die medizinische Versorgung und lange nicht die Pflege, aber die betroffene Person kommt eben nicht ins Krankenhaus und ich denke, das Thema Vermeiden von Krankheiten, das Vermeiden von Patienten, das Vermeiden von Pflegebedürftigkeit sehr früh anzufangen, das ist eine Hilfe. Aber dafür müssen sich wirklich alle mit beschäftigen und dann auch gemeinsam diskutieren und dann, denke ich, könnte man es schaffen. Ja. Beispiel mit den Ukraine-Flüchtlingen ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes. In der Innovationstheorie würde ich sagen, das ist ein konkreter Demand-Pull. Unmittelbar spürbar, greifbar, sofort akut. Und da wollen wir handeln. Das ist doch toll. Da sind wir Menschen, und das ist, muss man einfach mal sagen, da sind wir Menschen, Gott sei Dank, und gerade auch, glaube ich, bei uns eine hohe Bereitschaft, auch solidarisch zu zeigen. Aber dann haben wir das Diabetes-Problem, das ich gerade geschrieben habe. Das ist nicht so konkret. Das ist nicht so greifbar. Das ist nicht so fassbar. Das heißt, ich hätte jetzt nicht die Patentlösung für diese Frage, aber dann geht es darum, deutlicher zu machen, was wir schon haben und wo wir Bedarfe haben. Und das ist am Ende eine Aufgabe, wo man die verschiedenen Plattformen, die es schon gibt, man kann über vieles kritisieren, wie die Gesundheitsregionen Plus, die es aber schon gibt, nutzen kann, um zu sagen, Gesundheit, Pflege findet vor Ort statt, in Bamberg. Ja. Und dann nützt es mir nicht, wenn ich abstrakt spreche, sondern ich muss überlegen, wie ist es hier in Bamberg, in meinem Stadtviertel, wie ist es in Fürth, wo ich jetzt bin, wie ist es im Stadtviertel, das deutlicher zu machen. Das ist die eine Arbeit. Da gibt es ein Zusammenspiel, glaube ich, zwischen Politik und Gesellschaft. Und das Zweite, ich hatte gestern eine Abschlussveranstaltung einer Veranstaltungsreihe mit Pflegestudierenden. Dann nehmen Sie das Mikro gerade mit. Mit Pflegestudierenden, ging ziemlich lang. Und ein Abschluss war ein Poster, das die machen mussten, Veränderungsmanagement, Einführung einer digitalen Dokumentation in der Altenpflege. Es ging gar nicht um die Technik oder wie man die digitale, also um diese, sondern eher welche Change-Prozesse man machen muss, wie man ein Projektteam aufstellen muss, wen man überzeugen muss. Von sich selbst beginnend, ja, bis hin zu den verschiedenen Ansprechpartnern in einer stationären, oder in dem Fall waren die meisten waren im Krankenhaus unterwegs. Und ich bin da nicht so pessimistisch. Also ich will das jetzt nicht im Zweckoptimismus gehen, aber gerade auch die akademisierten Pflegekräfte, die ja kämpfen müssen für ihre Wahrnehmung, wo wir echt noch viel tun müssen. Aber wenn man das klug nutzt und sagt, das sind die Akteure in diesen vulnerablen Settings, die das mitkönnen, dann müssen wir, dann haben wir etwas gewonnen. Wenn wir gleichzeitig aber noch sagen, dann muss es dann wieder eine staatliche Aufgabe, es ist immer ein Wechselspiel, dann muss das aber viel stärker in die Curricula rein. Hm. Wenn Pflegestudierende mir sagen, in ihrer Ausbildung haben sie eigentlich von Digitalisierung, von AAL so gut wie nichts gehört und erst im Studium erfahren sie, das ist viel zu spät.
Viel zu spät. Und das ist dieses Wechselspiel. Ja. Also ich bin da nicht ganz so pessimistisch, aber man muss, glaube ich, schon jetzt den Ball spielen. Und auch den großen Ball, europäischer Gesundheitsdatenraum, ist die ganz große Ebene. Was heißt das dann für uns, für unsere Idee einer solidarischen Gesundheitsversorgung? Und dann überlegen, okay, wenn wir jetzt ein Opt-out haben, wenn wir jetzt Gesundheitsdaten haben, was sind dann die Blanken, die es zu zielen gilt? Also jetzt ist, glaube ich, ein Zeitpunkt, sagt man immer, gell? Aber ich würde nicht mehr lange warten, weil, und ein, was will ich abschließend sagen, dass das Geschäftsmodelle sind, das zeigen uns doch die GAGFAs dieser Welt, oder? Hm. Überlegen Sie mal, wie viele Milliarden die großen amerikanischen Tech-Konzerne in Gesundheit investieren. Und die machen das ja nicht, weil sie nicht wissen, wo sie mit ihrem Geld hinwollen. Ja, vielleicht auch, aber da. Wachsende Märkte. Das sind schon wachsende Märkte. Ja. Ja, also es ist nicht so, dass da nichts passiert. Und das ist fast das Pessimistischste jetzt dran, wenn wir das nicht tun. Irgendwelche anderen, wo wir aber nicht mitgestalten, die werden es tun. Jetzt haben Sie eine ganze Weile gewartet. Ich hoffe, das Thema ist jetzt nicht schon durch. Ja, vielen Dank, kein Problem. Ich warte gerne. Es ist eine sehr spannende Diskussion. Ich bin ganz froh, heute mich hier angemeldet zu haben in diesem Panel. Ja, Sebastian Hofstetter von der Martin-Luther-Universität. Ich bin auch froh, hier zu sein, weil hier einige der Redner doch ja auch schon bei uns am Future Care Lab waren. Ich glaube, Frau Weidig, Sie waren vor der Corona-Pandemie schon bei uns mit dem PPZ im Skills Lab der Martin-Luther-Universität. Herr Professor Zerz, Sie waren ja neulich bei uns im Forschungskolloquium mit Patrick Jahn, mit meinem Projektleiter, sehr spannend. Und ich kenne das Sozialzentrum Bamberg auch ganz gut. Die Frau Weigand kommt wie ich aus Hammelburg. Also auch da sind die Verbindungen da, das ist sehr schön. Ich will den Fokus wieder auch ein bisschen auf die Pflege richten. Es wird ja mal sehr über die Pflege gesprochen und was für die Pflege gut wäre. Ich möchte jetzt gerne wieder zurückkommen zur Pflege. Und ich will da sagen, Frau Professor Friedrich, ich teile alle Ihre Punkte. Allerdings haben Sie gesagt, es ist alles schon da. Das glaube ich nicht. Es ist im Bereich der Kommunikation vielleicht alles da und viel möglich. Aber Kommunikation ist nur ein ATL. Die 13 anderen fallen völlig hinten runter und da ist noch nichts da. Und ich glaube, dass hier die Frage der Passgenauigkeit auf pflegerelevante Probleme ein großes Problem ist, dass die Technik noch lösen muss in vielen Bereichen. Systemintegration war da schon ein Stichwort auf Makro, aber eben auch auf Mikroebene, würde ich so sagen. Dann ist die Akzeptanzfrage mittlerweile, glaube ich, auch ziemlich redundant. Ich glaube, da wurde jahrelang Forschung dazu gemacht und es ist belegt, dass Pflegende eigentlich kein Problem haben. Was nicht vorhanden ist bei Pflegenden, ist Wissen um Digitalisierung, Punkte der digitalen Transformation. Wir haben jetzt im Rahmen unserer großen SEQUI-Studie bei uns am Dell in Halle, ich hoffe, wir können jetzt bald den Beitrag dazu publizieren, da haben wir 25 Pflegeeinrichtungen in ganz Sachsen-Anhalt und Sachsen besucht. Akzeptanz war nie eine Frage, sondern einfach, es herrscht keine Kenntnis darüber bei den Praktikern, was es überhaupt gibt und wie man es einsetzen kann. Und vielleicht auch im Rahmen des Pflegeprozesses, der Pflegeprozessplanung, als zusätzliche Ressource auf ein Pflegeproblem bezogen verwenden kann. Und wenn man dieses Problem löst, haben Pflegende, Pflegefachpersonen auch die Assistenzberufe, die dringend mit einzubeziehen sind, denn Kommunikation ist eigentlich keine, so traurig das leider ist, aber man muss es so sagen, keine Hauptaufgabe mehr von Gesundheits- und Pflegefachpersonen. Das machen Tagesbegleiter, das machen Assistenzberufe in der Pflege. Mir haben Fachpflegende gesagt, selbst wenn ich Paro hätte, würde ich ihn nicht einsetzen, weil ich dazu keine Zeit hätte. Das müsste man delegieren. Und dann ist eben die Frage nach der Verantwortlichkeit. Pflegefachpersonen müssen dann die Kompetenz besitzen, die Assistenzberufe anzuleiten in der pflegefachlich korrekten Anwendung von zum Beispiel Kommunikationstechnologien. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt für die fachliche Weiterbildung auch der Pflege und dann auch die Stärkung des Berufsbildes Pflege. Und ich habe auch noch eine Frage, aber an den Herrn Professor Zerbzi. Ganz interessant finde ich Ihren Aspekt der Tagespflege für ältere Menschen bei den Arbeitgebern. Jetzt haben wir aber in Deutschland, Sachsen-Anhalt besonders, Bayern glaube ich auch, einen großen Anteil an kleinen mittelständischen Unternehmen, Privatunternehmen. Und dort arbeiten natürlich auch dementsprechend viele
Personen mit Betreuungsbedarf bei Kindern, aber dann eben auch bei älteren Menschen. Wie können diese Unternehmen dann so einen ja doch dann auch für die Unternehmen belastenden, finanziell belastenden Aufwand stemmen? Wirklich eine Interessensfrage. Also das finde ich sehr spannend. Danke. Vielen Dank. Bitte gern gleich. Naja, nicht, dass ich da die per se Antwort hätte, aber es ist ja immer so, große Unternehmen können das selber stellen, kleine Unternehmen haben früher Genossenschaften zum Einkauf gegründet. Machen Sie mal die Analogie. Also das ist jetzt eine sehr platte Antwort. Da wird's Geschäfts-, natürlich, vielleicht auch in Absprache mit der Kommune, das ist auch eine Frage von Infrastrukturen. Sozialunternehmen, wenn sie klug sind, könnten hier überlegen, ein Angebot gerade für die mittelständischen, kleineren Unternehmen zu setzen, in einer neuen Form, wie ich als Sozialunternehmen für die, auch für die Handwerksbetriebe und für die kleinen Unternehmen in meiner Kommune etwas anbieten kann. Also klar, na, am Ende muss es jemand machen, aber ich glaube, da ist viel, das meinte ich eben, da ist viel Möglichkeiten, sind im Raum und manche sind noch gar nicht genutzt an der Stelle. Also jetzt muss ich erstmal gleich, bitte gerne. Nur ganz kurz ergänzend dazu, also wenn ich jetzt an Bamberg die konkreten Verhältnisse denke, dann weiß ich, unsere Tagespflegen sind nicht voll ausgelastet. Wir kämpfen als Träger auch um eine gute Nachfrage in die Tagespflege, weil das mit viel Geld auch verbunden ist und mit viel Aufwand für die Angehörigen. Die Idee jetzt sozusagen als Träger und Anbieter der Tagespflege nicht die Werbung an der Zielgruppe zu orientieren, sondern am Unternehmen in Bamberg bei Bosch oder bei Wohnungsunternehmen oder bei der Stadt oder wie auch immer und dort Kooperationen zu machen und sagen, wir nehmen ein bisschen Geld in die Hand, unterstützen die Nutzung dieser Tagesfläche für unsere Mitarbeiter, halte ich zum Beispiel auch für einen Weg, um die Integration von Familienpflegeaufwand und eigener Berufstätigkeit besser gelingen zu können und lassen. Ich würde an einer Stelle noch ganz kurz einhaken. Also erstmal muss ich die Frau Friedrich ein bisschen verteidigen. Also dieser Begriff des an Technik haben wir schon alles. Das war meine überspitzte Formulierung von dem, was Frau Friedrich ausgeführt hat. Ich würde aber gern doch nochmal einhaken. Also das ist jetzt doch ein bisschen ein anderes Bild. Auch die Frau Würdig vielleicht nochmal mit reinnehmen. Teilen Sie seine Einschätzung, dass zum Teil auch bei Pflegenden das Wissen nicht vorhanden ist, was es, also jetzt mal unabhängig von irgendwelchen Projekten und Förderprogrammen, dass da das Wissen auch tatsächlich noch fehlt, was gäbe es eigentlich alles? Also gibt es doch schon mehr, als unten ankommt? Es fehlt definitiv das Wissen und deswegen sind wir wieder bei dem Punkt, diejenigen, die letztendlich in den Situationen beraten, wo ich dieses Wissen benötige als Angehörige, dass die eben gut geschult, informiert sind, auf dem laufenden Stand sind. Und unsere Erfahrung oder meine Erfahrung war auch, wenn man wirklich bedarfsorientiert ein Produkt dann anbietet, dann, wie Sie richtig sagen, ist die Akzeptanz bei den Angehörigen kein Problem. Wir hatten selbst im Nürnberg-Stift im Rahmen des PPZ eine Kommunikations-App erprobt, die war vor Corona, hatten wir die implementiert. Da war tatsächlich die Nachfrage der Angehörigen bescheidener. Da wurden Aussagen getroffen wie, gut von der technischen Möglichkeit oder Voraussetzung, dass zum Beispiel der damals noch notwendige E-Mail-Account zur Anmeldung bei älteren Angehörigen gar nicht vorhanden war. Ein Teil gesagt hat, ich mag nicht über eine App kommunizieren, also auch wenn sie datensicher war, das ist ja Voraussetzung bei uns. Oder auch letztendlich zu sagen, ja, ich komme ja regelmäßig, also wozu die App? Und die App diente eigentlich dazu, ich sag mal, den Alltag der eigenen Angehörigen in Pflegeeinrichtungen transparenter, spürbarer, erlebbarer, mitfühlbarer zu machen und auch die Kommunikation zwischen den beteiligten Einrichtungen, Pflegemitarbeitenden, Bewohner, Angehörigen zu verbessern. Dann kam Corona und jetzt können Sie sich natürlich vorstellen, die Angehörigen konnten nicht mehr in die Einrichtung, also dieser Nutzen ist natürlich immens angewachsen und demnach auch die Nachfrage. Also ich muss mir schon überlegen, finde ich jetzt, das ist vorhin auch schon genannt, finde ich jetzt das Produkt nur toll oder ist es letztendlich auch für diejenigen, die ich damit adressieren möchte, haben die davon den maßgeblichen Nutzen? Und das hängt natürlich dann auch, wie zum Beispiel bei dieser App, von den äußeren Umständen ab. Das kann dann sein, dass ich als Familie in eine Krisensituation komme und dann natürlich dankbar wäre, wenn ich jetzt einen Berater mir gegenüber sitzen habe, der dieses Know-how hat und mir auch noch, ich sag mal, mich nicht nur berät, sondern mich auch noch unterstützt in der Organisation. Damit sind ja auch viele Menschen überfordert. Ne? Ja. Also gerade auch die Kinder sind ja oftmals selbst schon im Seniorenalter oder Rentenalter. Und
ja, wo man dann eigentlich diesen Schritt auch noch mit leisten muss, nicht nur zu informieren, sondern hier auch zu begleiten, mit zu organisieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Also ja, es fehlt das Wissen bei den Nutzern und aber wahrscheinlich eben auch noch zum Teil bei den Beratenden, weil auch hier zum Teil die Ressourcen wiederum fehlen, in der alltäglichen Arbeit sich mit dem zu beschäftigen, was es Aktuelles gibt. Ich habe selbst eine Umfrage bei unseren Pflegemitarbeitenden gemacht, ob sie grundsätzlich Interesse haben, auch Produkte zum Beispiel einer Weiterentwicklung sich damit zu beteiligen, ob sie das spannend finden, ne? Und inwieweit sie aber auch sich selbst im Kontext der Arbeit, aber auch privat mit neuen Technologien beschäftigen und sich da gut informiert fühlen. Und kam letztendlich raus, also mitwirken, ja, toll, spannend, aber wissen, was es so gibt, weniger. Okay. Und da ist ein ganz großer Bedarf, wo wir aktiv sein, also noch aktiver sein müssen, als wir es schon sind. Ja. Okay. Dann würde ich den Punkt abschließen und Ihnen noch, bitte schön. Da würde ich hier ganz gerne einhaken, okay, weil das passt ganz gut. Lena Rettinger von der FH Campus Wien. Ich komme von einem Masterstudiengang, der sich genau mit dieser Schnittstelle zwischen Gesundheit und Technik beschäftigt. Also wir bearbeiten das Thema interprofessionell. Und ich nehme schon auch immer wahr, dass selbst auf Masterniveau, ne, die Leute kommen aus Physiotherapie, Ergotherapie, Pflege, aber eben auch Technik, dass da wirklich wenig Wissen a priori vorhanden ist. Was gibt es denn? Und das gibt es schon, da habe ich ja gar nicht gewusst. Ne? Und ich glaube, dass wir da schon auch in die Grundausbildung deutlich mehr noch investieren müssen, wirklich hands-on die Dinge kennenzulernen. Ja? Also ich glaube schon, dass die meisten wahrscheinlich mal irgendwo so eine PowerPoint-Folie gesehen haben, wo irgendwie, ja, es gibt da ARL und da könnte man theoretisch und so, aber das hat nie wer in der Hand gehabt oder in irgendeiner Form wirklich mal im Einsatz gesehen. Und ich glaube, dass da schon noch relativ viel Potenzial auch verloren geht, weil um hier auf diese Flüchtlings-App Bezug zu nehmen, ja, jeder Bürger weiß halt auch, was in eine Wohnung rein muss. Ja, also ich weiß halt, das braucht ein Bett, das braucht einen Kasten, das braucht einen Kühlschrank. Da braucht es ja kein spezialisiertes Wissen dafür. Ja. Und ich glaube auch, dass es, also ich bin da selber aktiv gewesen, es war auch ein großer Hype und dann ist es auch sehr schnell wieder weniger geworden. Also da müsste man, das müsste man laufend ja haben. Und um vielleicht eine konkrete Frage noch hinterher zu schießen, Ich habe hier Pflege gehört, ich habe hier das Thema Handwerk gehört. Ich bin Ergotherapeutin und habe so den Eindruck, ja, das ist eigentlich ja unser Thema, diese ganze Hilfsmittelversorgung, Analyse der häuslichen Umgebung. Es gibt super Instrumente mit der ICF, wie man das auch systematisch sich anschauen kann. Ich frage mich manchmal in der ganzen Diskussion, wo sind denn die Ergos? Und die konkrete Frage, wen sehen Sie denn da als Berufsgruppe auch vielleicht noch mehr gefordert? Beziehungsweise braucht es auch andere Berufsbilder möglicherweise, die, keine Ahnung, die sozialen Handwerker sind? Oder ich weiß es nicht, ich würde ja sagen, es sind ja eh die Ergos. Vielleicht so noch als Nachfrage. Danke. Vielen Dank. Danke. Wenn ich direkt vielleicht darauf antworten darf, wir hatten ja vorhin schon den Punkt, dass auch Produkte, die mit Praxiseinrichtungen entwickelt sind, nicht für jede andere Einrichtung dann gleich taugen. Und so ähnlich ist es bei dem, was Sie jetzt beschrieben haben, dass Sie als Ergotherapeutin originäre Aufgabe ist, die Hilfsmittelversorgung zu übernehmen. Aber auch das ist in den Kliniken unterschiedlich. Also ich habe in zwei geriatrischen Reha- oder in drei geriatrischen Reha-Kliniken gearbeitet. Und da war tatsächlich die Hilfsmittelversorgung unterschiedlich gelagert. In Coburg, wo ich die längste Zeit war, war es bei uns im Sozialdienst. Aber eben, da hat ja ganz viel Teamarbeit vorher ist da passiert. Ne? Also in unseren Teambesprechungen, natürlich habe ich mein Wissen jetzt mir nicht nur selber, was braucht der Patient, sondern eben auch ganz eng mit meinen Kollegen abgesprochen, Therapieerfolge etc. Aber die betreffenden Berufsgruppen sind in den Kliniken zum Teil unterschiedlich mit diesen Aufgaben betraut. Und das ist dann wieder Aufgabe derjenigen, die die Education betreiben und verbreiten wollen, zu gucken, wie sie richtig sagen, wer sind denn dann meine Ansprechpartner? Und die können eben durchaus, da kann ich auch keine Blaupause drüber legen, kann das unterschiedlich gelagert sein. Aber ich würde es immer
auch da wieder diese Multiprofessionalität in den Blick nehmen, weil es gerade im Bereich auch geriatrischer Reha, wo also auch die Patienten ja multimorbide sind, es da einfach ganz viele Professionen braucht oder grundsätzlich, wenn Menschen erkrankt sind, die mit ihrem Wissen und diese, das als ja eine Summe, eine Einheit nur gemeinsam dafür sorgen können, dass es am Ende eine bestmögliche Versorgung auf die Beine gestellt oder eben therapeutischen Maßnahmen gewährleistet werden können. Ja, ich möchte auch gerne auf Ihre Anregungen antworten und vielen Dank für den heißen Tipp, den werde ich gleich mitnehmen. An die Ergotherapeuten habe ich tatsächlich nicht gedacht, aber ich bin immer auf der Suche nach Multiplikatoren, weil als Forschungsgruppe an der Hochschule, selbst an der Uni, selbst wenn man ein Verbund ist und 20, 30 Mitarbeiter hat, schafft man es eben nicht, diesen Transfer wirklich komplett zu begleiten, und wir haben einfach nicht genügend Masse, um diese Informationskampagnen wirklich persönlich durchzuführen. Aber, und ich habe auch festgestellt, im Rahmen von diversen wissenschaftlichen Arbeiten, Abschlussarbeiten, auch in den Studiengängen, dass tatsächlich viel Wissen fehlt bei den uns Experten, weil wir müssen auch immer erstmal groß gucken, was gibt es für Projekte und wo sind die alle, dann kommen neue dazu. Also es gibt keine übergreifende Forschungslandkarte, also ich kenne zumindest keine, ich bin dankbar für jeden Tipp, falls jemand eine weiß, wo das wirklich systematisch alles dargelegt ist, höchstens anteilig. Und das Zweite ist auch bei den Fachleuten nicht und auch nicht bei den Versicherern oder Kassenvereinigungen, weil die gucken nur nach, was schon im Heil- und Hilfsmittelkatalog ist, weil alles andere interessiert dort nicht. Und diese innovativen, technisch gestützten Systeme sind dort noch nicht drin. Das heißt, Information und Wissen verbreiten praxisnah als Hands-on, das halte ich auch für sehr wichtig. Und ich laufe auch schon seit vielen Jahren mit einer Idee rum, Sie haben das kurz angedeutet, wir brauchen eigentlich ein neues Berufsbild, die dann diese technischen und digitalen Lösungen vor Ort begleiten können. Ich habe immer gesagt, entweder den technikaffinen Pflegerin oder einen empathischen Technikerin oder ähnlich. Und es gibt tatsächlich, jetzt in dem letzten Jahr ist das gelaufen, in Hessen ein Projekt, das DigiFort-Projekt, wo ein Ausbildungsgang, also wirklich niederschwellig Ausbildung gemacht wurde zum digitaltechnischen Angestellten oder digitaltechnische Fachassistenz, die genau in diese Bresche springen, die dann entweder in niedergelassenen Praxen, in Richtung Gesundheitskarte, also wirklich das breite Spektrum, was wir hier auch heute ein bisschen andiskutiert haben, von der TI bis hin zur Pflege, solche Systeme begleiten können und Assistenzaufgaben übernehmen können. Aber das ist auch, ja, die ersten Ausbildungsgänge sind gelaufen. Sind, denke ich, im zweistelligen Bereich, die dann auch jetzt in den Beruf gehen. Aber das ist natürlich, das reicht jetzt auch nicht aus, um die ganze Republik abzudecken. Also da muss schon noch auch einiges getan werden. Ich wollte jetzt fast schon eine Schlussrunde anfangen, weil ich so ein bisschen auf die Uhr gucke. Aber bevor wir eine Schlussrunde machen, nehme ich lieber Ihre Fragen noch mit rein. Wie gesagt, zwei Meldungen, Sie vorne. Fangen wir hier an und dann kommen Sie. Ich versuche mich kurz zu fassen. Es ist auch keine Frage, es ist wieder nur eine Anmerkung. Auch der Blick in die neuen Bundesländer rentiert da. Ich weiß als Westdeutscher selber, dass manchmal immer noch der Blick am ehemaligen Eisernen Vorhang stoppt. Aber wir in Sachsen-Anhalt haben das jetzt doch geschafft, über die MLU ein Curriculum im Bereich der ärztlichen Weiterbildung. Es nennt sich der Name ist etwas diskutabel, Kevin, Curriculum ärztliche Weiterbildung in der Digitalisierung, beginnt schon im zweiten Semester. Dann haben wir es, was ich sehr erstaunlich fand, festgestellt, dass in der neuen Generalistik für die Pflegeberufe Digitalisierung eigentlich keine Rolle spielt. Da konnten wir jetzt wird demnächst rauskommen im Bundesgesundheitsblatt ein Artikel, auch der die Rahmenlehrpläne der Bundesländer vergleicht für die neue Generalistik. Wie gesagt, Digitalisierung spielt da erstaunlicherweise, wir reden hier über digitale Transformation, 21. Jahrhundert, Modernisierung der Gesundheitsversorgung und so weiter. Und dann passiert sowas, also da muss auch die Fachkommission, die diesen neuen Rahmenlehrplan erarbeitet hat, sich Gedanken machen.
Und wir haben jetzt da auch reagiert und haben für Sachsen-Anhalt in den Rahmen Lehrplan Gott sei Dank in Zusammenarbeit mit der Kommission am Gesundheitsministerium in Magdeburg geschafft, Digitalisierung in den Rahmen Lehrplan reinzuschreiben, in alle drei Lehrbereiche, Lehrjahre. Also da ist es drin. Und es kommt jetzt auch eine Fachweiterbildung in Anlehnung an die Deutsche Krankenhausgesellschaft für Sachsen-Anhalt erstmal als Pilotprojekt 2,5 Jahre, die Weiterbildung zum digitalen Pflegeberater für die Gesundheitsberufe ist dann, wie gesagt, in Anlehnung an die Deutsche Krankenhausgesellschaft und soll dann auch eventuell bundesweit implementiert werden. Das wäre natürlich schon mal ein erster Schritt auch in die richtige Richtung, die Sie jetzt alle angesprochen haben. Genau, ich hoffe, es war nicht zu lang. Wunderbar, vielen Dank. Dann haben wir hier noch eine Wortmeldung. Hallo, ich würde mal diesen Punkt aber von der Pflege wegwenden und so ein bisschen mehr auf Technik, aber auch auf die Pflegeberater. Ich bin Pflegeberaterin und Wohnberaterin hier im Landkreis Regensburg und muss sagen, ich werde fast nicht gesehen. Also ich würde mir da ein bisschen auch von der Klinik her wünschen, vom Sozialdienst mal zu sagen, schauen Sie mal, jetzt ist die Erna, Oma Erna, gerade im Krankenhaus. Folgende Stelle haben wir hier für den Landkreis Regensburg zum Beispiel. Wir haben nämlich auch einen Showroom. Wir hatten auch 9x O-Frau schon da im Oktober. Da habe ich ganz viel lernen dürfen. Und in diesem Showroom haben wir auch präventive Technik, aber auch sowas wie ein Tablet, Senioren-Tablet, wie auch immer. Und wir schulen da schon auch die Seniorinnen und Senioren, aber eben auch die Kinder oder die Enkel, die Angehörigen. Wir nehmen da alle mit ins Boot. Wir haben auch ein gutes Netzwerk im Landkreis Regensburg, auch zu den Ehrenamtlichen. Da muss ich auch sagen, das Ehrenamt gehört einfach mehr gestärkt, aber das muss auch von der Politik kommen. Und was ich mir noch wünsche im Sinne der Technik ist, dass man zum Beispiel Wohnberater wie mich, dass da größeres Angebot gibt, ein weiteres Spektrum, wie kann ich mich weiterbilden, wie intensiv, in welche Richtung möchte ich auch gehen, präventiv oder dann wirklich in die Richtung Technik, was ist, wenn die Oma Erna dann zu Hause ist und kann wirklich im eigenen Zuhause nicht mehr. Und einfach auch so Berater wie mich mal visible zu machen, sichtbar zu machen, zu sagen, wir haben da Fachkräfte, die es gibt und wir wissen das, da geht es auch Sozialdienste in den Kliniken, aber auch Pflegerinnen und Pfleger mit einzubinden, zu sagen, da gibt es die Fachleute, nutzt sie, wir schicken euch dahin, lasst euch da bitte beraten. Vielen Dank und danke, dass Sie sozusagen einen schönen Bogen geschlossen haben am Schluss und die Erna wieder sichtbar gemacht haben. Wunderbar. Wir sind im Blick auf die Uhr, wir sind im Prinzip mit der Zeit durch. Es ist jetzt ein bisschen schwierig, wenn ich jetzt Sie alle noch mal bitte, ein Schlussstatement zu machen, dann sind wir leider wahrscheinlich völlig drüber. Von dem her versuche ich es ein bisschen zusammenzufassen. Also ich wünsche mir den Optimismus, den Sie angesprochen haben, dass der Einzug erhält. Und ich glaube schon, dass man festhalten kann, es gibt schon relativ viel, verschiedene Berufsbilder, verschiedene Angebote, Technik, ja, wenn auch nicht immer sichtbar und bekannt. Aber ich glaube schon, dass wir festhalten können, dass die Digitalisierung in diesem Bereich durchaus eine Chance bietet. Und ich glaube, dass das größte Problem, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist tatsächlich die Vernetzung untereinander, unter den verschiedenen Akteuren, systemisch, aber auch ganz, ganz praktisch, dass da sicher eine Chance ist. Und möchte mich jetzt an der Stelle, weil ich fachlich dazu nicht in der Lage bin, ein Fazit zu ziehen, mich einfach bedanken für die Beiträge, die Sie hier vorne geleistet haben, aber auch an Sie ein herzliches Dankeschön für Ihre Beiträge. Und ich habe mit Freude festgestellt, dass die Fachmänner und Fachfrauen hier vorne ganz viel mitgeschrieben haben und hoffentlich auch einiges mitnehmen von der Diskussion, genauso wie Sie hoffentlich auch was mitnehmen in Ihren Alltag. Vielen Dank an dieser Stelle. Und wenn Sie mögen, mich sehen Sie jetzt drüben im anderen Saal nochmal wieder, aber Sie kennen das Programm, schauen Sie, wo Sie jetzt hingehen und wir machen jetzt eine Pause bis 15:15 und um 10.45 Uhr beginnen dann die nächsten Sessions. Vielen Dank an Sie und vielen Dank an Sie hier vorne. Dankeschön. Applaus